Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu mal wieder endlich eine Runde Let's Play Conan Exiles mit mir, dem Michael Cooper und dem Mann, der gerade den Spielbeitritt versucht, dem Mark Bundy. Hallöchen, Popöchen. Jo, wir sind mal wieder zurück, endlich, ne? Letzte Woche ist ja ausgefallen, bitte. Der Terminstress kann ja mal passieren. Aber, ne, haben wir gesagt, lassen wir mal. Ich bin für meinen Geburtstag schon. Bitte? Ich wusste mich für meinen Geburtstag schon. Achso, ja, du hattest, ach, das ist noch alles Gute persönlich, ne? Ja, thank you. Hat dir das Bild gefallen? Das war so geil. Ich hab das, jo, ich hab das aus hier, kennst du hier Nightmare Before Christmas? Na klar, kenn ich das. Und da dachte ich, geil, das sieht, seid ihr in 100 Jahren? Das sind wir in 20 Jahren. Ja, ja. Oder so. Hallöchen. Hey, da ist die Bibi. Wir sind übrigens schon on und Aufnahme läuft. Mit der Bibi. Hallöchen. Adam Dax, ich muss noch mal ganz kurz weg. Ich bin auch sofort so richtig da. Ja, alles klar, alles klärchen, alles klärchen. Gut, dann gucken wir mal, läuft denn alles? Alles läuft, die Übertragung läuft, die Aufnahme läuft. Ich bin vorhin sowas heimgekommen, vor einer halben Stunde. Habe jetzt noch schnell meinen Teechen gemacht, den Kater gefüttert. Und da kann ja eigentlich jetzt mit der Rache nichts schief gehen, ne? Also, hoffe ich mal. Ich hoffe ich auch. So, die Geschütze sind noch da. Juhu! Juhu, ich bin hier vorne. Wo bin ich jetzt ausgestiegen? Ich komme gleich mal rum. Das ist natürlich Endlaser. Das ist natürlich Endlaser. Kann endlich mal unsere Rache. Deswegen hatten wir das letzte Woche mal ausgefallen lassen, weil wir gedacht haben, ja, jetzt irgendein Baustream oder irgendwas ist jetzt Uni, ne? Weil wollt uns ja Resche, das wollen wir ja schon seit 4 Folgen ja, oder so. Einigen Wochen. Ja. Ach, das ist aber auch sowas, ne? Sonst geht das Ding dir ständig auf den Sack, weil du gerade irgendwo am Looten bist und dann kommt das, dieser Scheißsturm. Und wenn du mal brauchst. Der Turm so komisch, jetzt nicht mehr. Der hat gerade lila geleuchtet. Sehr lustig. Echt? Ja. Entschuldigung, red weiter bitte. Ja, nö, kidding. Ja, jetzt holen wir uns halt, mal sehen, ob es klappt. Wir hoffen es. Ich bin gespannt. Ich auch. So, ich zieh mal Kolbrick da Klinge mal wieder was an. Läuft da rum. Ach, alles beim Alten. Hat ja gar nichts an die Frau. Ja, war das bloß, der die ausgezogen hat, ne? Ja, das freut mich auch. Muss irgend so ein lüsterner gewesen sein. Ja, ja. Irgend so ein lüsterner Kerl. Nee. Meinst du? Ich glaube, im Kerl war es nicht. So, jetzt hat sie schon mal einen Rock an. Mal Schuhe. Ja. Paar Handschuhe. Ja. Mütze. Vorsichtig hier dazwischen gehen. Ja. Muss man bloß irgendwas für die Brüste finden. Nee. Hab ich gerade weggeworfen. Ach Mensch. Ja. Steckt da noch was oben drüber. So, wir sind wieder angezogen. Nicht schön, aber wirkungsvoll. Ja, das ist jetzt Stilmix, aber. So, sieht immer noch nicht nach Sturm aus. Nee, TH kommt halt ein bisschen später. Aber da kommt dann oben. Okay. Da kann man notfalls wieder TH fragen. War jetzt bisher noch nicht so erfolgreich. Da ist der Mini-Grind ist ja auch schon aufgetaucht. Der Mini-Crunch macht unten irgendwas. Ich habe gerade einen Kühlschrank freigeräumt, weil jemand das nicht getan hat. Ach so. Kuchen. Das ist ein Arschloch, sag ich dir. Ja, den Kühlschrank nicht freiräumt für den Kuchen. Deswegen hat es gerade ein bisschen länger gedauert. So, also, wir sind hier auch schon voll dabei beim Warten. Na, bei mir, ich habe noch Ladebildschirm. Also schön, wenn ich da schon stehen sollte, aber ja, ich hab noch Ladebildschirm. Du stehst da schon. Ich bin offensichtlich nackt. Du hast Schuhe an. Ja, das ist ja schon mal was. Also bist du nicht nackt. So, ne, da geh ich. Mal kurz. Geh ich schon mal rüber. Hab schon nicht genug zu essen. Oh ja, zu essen hab ich schon genug. Heiltränke. Brauchst du noch welche? Hast du noch welche? Ich habe ja noch 7 schwache, aber das weiß nicht, wenn der Größe kommt. Vielleicht ist der Guten einen kleinen Vorrat zu haben. Na, schwaches Aloe-Extrakt. Ja, aber ich habe bloß noch 7. Ist vielleicht, ne, wenn
Ja, ich mache noch welche, aber irgendwie wurde die Herstellungszeit wieder irgendwann zurückgesetzt. Das dauert jetzt eine Weile. Ah, ja, stimmt. Geht nicht mehr so schnell. Kannst du das jetzt bei dir machen, selber, oder wie machst du das? Ja, das ist Ach so, im ne, Raum. da warte ich nur hier. Ja, hi. Ich traue Geht. mich aber gar nicht, hier durchzugehen. Ja, muss ganz vorsichtig. Ach, geschafft. Also, Ich habe immer noch Wetter sieht vernünftige schön Beine. aus. Kann dir schon mal drei geben. Ja, da hab ich stehen, das ist schon mal gut. Das ist eine runde Zahl, da, danke, danke. Da sind wir doch schon ein bisschen zufrieden. Danke dir. Gut, ne, da reite ich schon mal rüber. Und ja. Oder lauf rüber, besser gesagt. Und wartet dann drüben. Ihr habt alles soweit. Ja. Dass wir Bumsi de Maximum machen können. Ja. Alles vorbereitet. Müssen nur noch auf den Schuss drücken. Rennst du da gerade mit dem Arm rum? Was hast du in der Wie Hand? schon wieder? Ey, warum hast du nur einen Fuß in der Hand? Oh! Weil ich letztens deine Leiche geplündert habe und da vier Füße rausgekommen sind. Kannst mit dem Fuß schlagen? Ja. Der ist super langsam und macht super wenig Schaden, aber man kann das tun, ja. Was ist das für eine Willst du noch kranke einen haben? Scheiße? Ich hab noch drei im Inventar. Gib mir auch einen Fuß. Oh, es gibt. Michael, wo bist Ich du? fahr schon runter. Nein, geh weg mit deinen Stinkefüßen. Sieht vor allen Dingen total super aus, wenn du den wegsteckst und dir auf den Rücken bindest. Als Sieht krass Accessoire. aus. Oh, Hammer! Homie, hart. Ich setze zum Michael! Beispiel Ich fahr runtergelaufen. runter, ich fahr runter, ich fahr runter. Hat man letztens Ich habe schon, das Gefühl, glaube. dass Markus schneller unten ist als du. Springt ja wieder. Ah ja. Ja. Oh, ich hör's schreien. Ziemlich Na, lustig, mit so einem abgetrennten Bein rumzulaufen. Es ist quasi dein eigenes, Markus. wie sein eigenes. Na, das ist. Ich habe ja seine Leiche das letzte Mal ausgenommen und das ist Ach, quasi sein eigenes stimmt, das Bein. ist quasi. Michael, Michael, In seiner Michael. Variante in Ben. Ist auch Bist schön, also man du? sieht den Knochen rausgucken, das Blut ist auch schön verkrustet am Stumpf. Lecker. Schön schwarz. Er liegt ja schon 2 Wochen da. Ich war jetzt auch nicht im Sehr Spiel. realitätsgetreu. Wo bist du denn? Nirgendwo, geh mit deinen Stinkefüßen. Ich bin da unten. Ich auch. Ich fahr vorbildlich Fahrstuhl. Ich war auch vorbildlich Fahrstuhl. Warum kann ich dir das nicht glauben? Wer trägt denn Oder? eigentlich Kolbrick die Klinge, die weiße Rüstung? Weil ich jetzt einen anderen habe. Ach so. Michael! Du hast Michael, immer weniger Michael, Energie. Michael! Komm doch mal hier runter. Wo steckst du denn? Die Frage ist, wo steckst du? Michael! Ja. Hey! Du machst gar keine Geräusche bei mir. Los! Stimmt, ich habe heute auch keinen Ton. Wieso habe ich noch keinen Ton? Also ich Lust hab auf Ton. Schinken? Ich nicht. Aber beim Schlagen Ja, und so Lust auf kommt kein Ton Schinken? raus. Wo willst du denn hin? Hier ist der Schinken. Jetzt kommt Tisch. Aua! Los, nimm mal ein Nee, Stückchen, beiß mal ab. Hier ist er. warte mal, nimm die mal, nimm den, steck die mal weg. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Bleib mal stehen. Wie geil ist das denn? Und jetzt frisst mein Käse. Da bin ich Also, mit. der ist Ach, ist echt. egal. Da wird gar kein Spielton, ich weiß gar nicht warum. Irgendwas Vielleicht stimmt dauert hier es mit eine der Weile. nicht. Jetzt kommt bei mir wieder Schlaggeräusch, die waren erst weg. Ach, Jetzt vielleicht aber. müsste ich mal wieder die ganzen Audioeinstellungen zurücksetzen. Ach, jetzt keine Lust. Aber! Es wundert mich, dass Ich ich hier ist geh mal schon. wieder hoch, falls der Es Sturm kommt. wundert mich, dass das Discord heute funktioniert, ohne dass ich irgendwas zurücksetzen muss. Was macht denn hier immer? Magic. Das ist der Empty Man. De was? Empty Man. Wahnsinn, so auf, den wir gerade geguckt haben. Okay. Das Meisterwerk des letzten Jahres wurde es betitelt. Oh Gott. Wenn ich so einen Film schon so titel, dann. Naja. Das letzte War es wirklich. Meisterwerk ging um Hexen und der war so grottenschlecht, ey. Oh Gott.
War der Menschen so schlecht, dass es schon wieder lustig war, oder war der einfach nur schlecht? Nee. Ja. Okay. Ich rüste gerade den Fuß über Feuer. Du schon mal, ja, das kannst du machen. Hast du schon mal Iron Sky geguckt? Den ersten Teil, ja. Gibt mehrere. Wie fandst du den? Gibt zwei. Der war lustig. Ja, ging aber besser, oder? Ja, aber ich fand das halt mit diesen... Ja, stellenweise war schon lustig, das stimmt schon, aber... Mit den Nazis auf dem Mond einfach witzig. Und dann, wo sich am Ende, wo bisschen manchmal tiefgründiger, wo sich am Ende gegenseitig umgebracht haben, die Idioten. Ja, na, das haben sie ja angekündigt. Das war eigentlich ganz cool gemacht. Es wurde mir angekündigt, so rum. Gott sei Dank, ich wusste es nicht. Apropos, jetzt mal wirklich was Gutes. Habt ihr mal Loki gesehen? Die Serie? Nee, noch nicht. Habe ich gerade gestern gesehen, dass es Ende gibt. Richtig geil. Also da bin ich so positiv überrascht. Mhm. Storytechnisch ist geil gemacht. Nee, das haben wir noch nicht. Ich bin ja auch nicht so der große Avengers oder irgendwas Fan, aber das ist echt, kannst nicht meckern. Wer steht denn hier? Ach, Max? Warum steht? Liegt der eigentlich nie, wenn der hier unten ist? Eigentlich schon. Heute ist wieder buggy. Gut, wir waren lange nicht drin. Ne? So. Ja, ne? Au, warum? Ich hab da extra eine Lücke gelassen. Warum zieht mir das Energie? Das gibt's schon. Na, 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 na. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir uns derweil mit dem Chat beschäftigen könnten. Ja. Ach so, ja. Hm. Aber wir sind halt noch relativ unbekannt. Müssen wir mal bitte irgendwie das pushen auf Steam. Steam sag ich schon. Auf Twitch. Keine Ahnung. Kenn ich mich noch nicht so aus. Naja, vielleicht sollten wir aufhören, 20 Mal eine Rache durchzuführen, die nie funktioniert. Ach, wir sind aber witzig. Mir ist egal, ich habe einen Fuß, da knabber ich da ein bisschen dran rum und irgendwann wird schon was passieren. Hm, wenn du hier oben kommst, siehst du, wie ich meinen über dem Feuer rüste. Was für ein Feuer? Kannibale. Hier steht eine Fackel. Da hältst du jetzt deinen Fuß rein? Quasi. Also den anderen, nicht deinen, oder? Ja, ja, den anderen. Aber stinkt das nicht? Ida, Ding! Ich höre nichts, ich riech nichts. Hast du da Brise One Touch? Kennst du das noch? Ja, ja. Mit diesem kleinen. Ich bin damit mit der kleine Junge. Mit dem kleinen asiatischen Jungen, der meint, Ida, Ding! Hä? Wo ist denn dein Fuß? Na, siehst du das nicht? Das hab ich immer gesagt, wenn ich früher mit Mark Bundy baden war. Hab den hinten auf dem Rücken? Ich hab den einfach nur hinten auf dem Rücken. Das sieht so geil aus. Das ist halt über dem Feuer. Zeig's mir gar nicht an. Achso, schade. Wenn du dich quasi genau neben das Feuer stellst, dann kannst du, dann ist der Fuß überm Feuer. Stimmt. Und quasi. Da kann ich dann den Zeh knuspern. Bekommt das Sprichwort, ich knabber dir mal am Zeh. Eine ganz andere Bedeutung. Sind dir eigentlich mal die Muskeln an den Beinen aufgefallen? Welche Muskeln? Achso, da mit dem Knöchel. Oberschenkelmuskel, ja. Achso. Oberschenkelmuskel nehmen ist das viele Blut und der Knochen. Nein! Es wird dunkel. Es bewegt, weiß ich was, ja. Es dreht um. Ich will nicht mehr. Alle an die Waffe! Es geht! Pass auf, jetzt hat hier außerdem falsch eingestellt. Alter, ich würde mir in den Arsch beißen. Essen, fassen, bereit machen. Alter, das geht! Ich wär nicht mehr. So. Ready to rumble. Hat schon wieder völlig vergessen, weshalb ich das heißt, hat noch irgendjemand was zu essen? Frag für einen Freund. Nicht mehr viel hier. Ich kann dir zwei Fische abgeben. Kommt das Monster? Kommt das Monster? Bis jetzt ist noch nichts, Alter, ich bin so Jetzt habe ich auch nur noch zwei. Hast du? Danke. Bereit machen. Ist was zu sehen? Ich sehe noch nichts. Falsche Antwort. Ich sehe einen Sturm. Ja gut. Geladenes, entsichertes.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sag Bescheid, ich sag Bescheid. Ah, fuck. Los, wir machen noch einen Testschuss. Abfeuern, Bibi. Lachen, wenn so nichts passiert, bist du dir sicher, ja? Das ist Bist du gutes Zeug. drüben? Ich bin, ja, ich bin, ich warte. Ich bin auf meinem Turm. Aber das gute Zeug jetzt abfeuern? Einen können wir haben Macht mal genug. bitte gleichzeitig auch einen Test, komm. Kommt. Kommt immer Oh, noch. ja, der vibriert. Alter, geil. Klingt gut. Nachlade. Oh, das glüht tierisch. Komm an, alles gut? Ja. Ja, ne? Hallo? Wo ist jetzt das oberkrass fette Monster? Wir warten auf das Monster. Komm und komm her, du böses Monster. Oh yeah. Wir haben schon mal einen Sturm. Wir sind schon mal weiter als in den Folgen zuvor. Das ist schon mal Jetzt muss noch gut. das Monster kommen. Ich komme jetzt. Es kommt gar keins gerade, es kommt immer so, ne? Jo. La la la. La 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 la. Jo. Denke, da kommt dieses super fett krasse Monster. Dachte ich auch. Los, Leo. Mein Papa war das Monster. Nee, dass das Urlaub hat oder so. Hat er noch vorher mal eine Mail geschrieben? Hat er noch vorher mal dem Monster eine Mail geschrieben, wie wegen Terminierung? Hey. Es kommt gar nichts. Es kommen immer die anderen Monster wenigstens. Da kommen immer eine Menge Vielleicht Monster, musst ja. du mal runter. Auf das Gebäude vielleicht gehen. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Quasi auf das Teil, wo. Nicht ein Monster? Gar nichts gerade. Irgendwas funktioniert hier mit dem Sturm nicht mehr. Nixe? Nixe. Wir haben uns so eine Mühe gegeben hier, das gibt's doch nie. Nee, kann nicht sein, muss ja jetzt ein Monster kommen. Los, geh runter. Fenster, mach irgendwas. Ja, ich stehe hier. Hey Bibi, ich lass dich alleine. Du musst feuern jetzt. Geh rüber. Okay. Und lock das Monster dahin. Okay. Vielleicht müssen zwei Ja. sein, können wir auch, können auch sein. Guck mal einfach mal rum. Wir noch 10 Jahre da dran hängen. Brauchen Ergebnisse. Ne, 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 ich mach da mal River Dance. Armee von Nordheimern besiegt. Na super. Vielleicht kommt ihr auch nicht, wenn hier irgendwas anderes unterwegs ist. Das glaube ich nicht. Ne, das glaube ich auch nicht. Oder das So. Monster guckt heimisch unseren Stream und weiß, dass wir das angreifen wollen. Sitzt jetzt mit Popcorn davor. Ja. Ja, Trottel. Sind die bescheuert, sind die? Das war nicht mehr ganz genau so. Gut. Was zu essen brauche ich noch? Kommst du rüber? Ich komme jetzt rüber. So war ich mag Bandy heiße.
Dunkel wie im Bernau, ich hab nicht mal eine Fackel. Na, super. Und wieder. Ach, mir ist gar kein Schirm hier unten. Ach so. Wenn ich mal sehen würde hier. Ist ja bei mir Sturm. Gut, wo, ach, du bist, nee, das ist ja an der Grenze. Wir sind, also die Burg ist quasi noch neben Sturm. Ist hier ein Kolosseum hochgebaut? Was? Ach so, nö, noch nicht. Das sollte mal so eine Gedenkstätte werden für die alte Welt, weißt du? Ach so. Wie so ein, genau wie ein Kolosseum. War das als... Scheiße, ich sehe ja fast gar nicht stehen. Also ich sehe einen dicken, fetten Sturm, aber ansonsten nix. Dicken, fetten Sturm. Ach, da ist auf dem Weg. Monster, kein. Also im Grunde sehe ich gar nichts mehr. Ich sehe ohne Schwarz-Scheiße, ich habe ein scheiß Bild eingestellt. In die Helligkeit irgendwie mal hochstellen. Mensch, wenn man mal sehen würde, wo man hinläuft. Na, schön gegen das Ding gerannt, na klasse. Naja, das geht so nicht. Einstellungen, braucht mehr Licht. Gamma. Gamma! Sehe ich gar nichts mehr, sehr gut. Gamma, Gamma, Baby. Falsche Seite. Ah, jetzt. Das will irgendwie nicht, oder? Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt, muss jetzt haben wir endlich mal einen scheiß Sturm, es kommt keine Sau. Bin ich hier drüben? Mensch, ich bin dich. So. Willkommen. Ja, du bist frisch. Du bist frisch. Verwundbar durch die Macht der äußeren Finsternis. Ja, was ist das? Kann sein, dass wir jetzt hier weit draußen sind? Was heißt denn zu weit draußen? Ihr seid ja mittendrin. Also nee, da, das. Also. Genau. Markus, das ist ja derselbe Platz, wo der zuerst mal aufgetaucht ist. Ja, aber jetzt doch, der genau. Ich renne hier rum. Ja, taucht ja offensichtlich gar keiner mehr auf. Wie das TH das auszusehen ausgestellt hat. Oh nee. Warten wir mal hier, mal gucken, was passiert. Ja. Ich schließe mal kurz wieder die Laptop-Lüftung an, weil irgendwie ist mir der schon wieder ein bisschen zu heiß. Es wird heiß. Ja, ne? Und sonst so? Ja, und sonst so, warten wir jetzt hier. Hast du Geburtstag schön gefeiert? Ja, waren schön beim Kriechen. Ist man da im Liegen oder wie ist es? Genau. Alles klar. Schön essen. Abends waren die Bandkollegen noch da. Ah, okay. Die von dem Bild? Jo. Alles klar. Genau die. Genau die. Aber live sehen sie nicht ganz so abgefuckt aus. Wie du schon gesagt hast, ja. Noch nicht, ne? Noch nicht. Komm, ja, wir rennen die eine Runde. Oder wir gehen mal zum Dungeon runter und locken die her. Ja, beim Dungeon kommt auf jeden Fall einer. Meinst du? Ja, da sind bisher immer welche gekommen, wenn ich unten war. Aber mein Leben nimmt doch gerade extrem ab. Mit warum? Leben ja. Meinst du nie? Ist jetzt was passiert? Nee. Warum nimmt dein Leben ab? Ja, das bist du auch gerne. Es blinkt doch bei dir, meinst du nicht? Ja, Malstrom. Ich kann ja essen, wie ich will, heilt sich trotzdem nicht. Scheiße, und ich hab glaube ich auch keine Heiltrempe mehr. Na, toll, jetzt mal mitgenommen, ich hab gerade 10 hergestellt. Doch, hier, schwacher Aloha-Extrakt hab ich. Ja.
Das ist das günstigste, was ich herstelle. Kann an Tränken, die anderen brauchen alle schon irgendwie. Auch jetzt bin ich hier wieder am Schlüssel. Seltene Zutaten. So, ich geh jetzt mal hier runter und dann gucken wir mal, was passiert. Was? Und diesen? Hey, wo ist denn hier? Da ist eine Stadt. Wo ist denn hier der Dungeon? Zur anderen Seite. Scheiße. Du meinst den Spinnen-Dungeon, ne? Ja. Hat mir auch nicht so weit weg. Nö, das ist leider nicht. Jetzt kommen welche! Hilfe! Was, wo bist du? Unten. Oh, fuck. Weg. Scheiße, ich komm nicht mehr hoch. Aber es kommt nicht das Monster, was kommen soll. Aber das bedeutet, dass sie kommen, wenn man hier unten ist. Hä, aber die kommen doch auch letztens. Ich verstehe das nicht. An derselben Stelle. Wo bist denn du? Ich bin gerade rum, hier brüllt's überall. Kurz gucken, dass ich irgendwo. Ach, da oben. Oder was? Oh fuck, haut ab. Scheiße, geh weg. Oh nein. Nein! Na, Ausdauer ist alle. Scheiße. Steckst du, ich komme. Fuck. Ich seh's. Warum macht denn das bei dir ständig die Blitze? Keine Ahnung. Weil ich wegen meinem coolen Fuß, den ich hinten drauf hab. Nur wegen dem Fuß. Mann! Diese scheiß Gebacke hier jedes Mal. Wo bist denn du? Hochkletterst. Kletterst hoch, fliegst wieder runter. Da sind die Viecher da. Naja. Aber das war ein richtig. Das war ein riesiges Vieh. Doch nervt mich. So, wo ist denn hier die Basis? Warte. Wo bist du? Warte. Da links, oder? Ja, wir müssen eh mal rum. Hä? Spinne? Da ist ein Spinnendings. Wo muss ich denn hin? Wir müssen außen rum, warte. Hier ist der. Genau, den habe ich ja gesucht. Dann müsste ich doch gleich bei der Basis sein. Wo ist denn die hin? Auf der anderen Seite ist die, genau. Was findet ihr die Spinne? Lack mich fett. Die kommen nicht hier hoch. Oh, lass mich. Der Sturm ist auch schon wieder vorbei, oder? Nö, es wird wahrscheinlich die Tageszeit geändert. Also ich sehe ihn noch. Er ist noch da. Hier ist ein großer, hier rennt ein großer rum. Hier rennen mehrere große rum. Da ist die Wand an. Weg hier. Meine Ausdauer läuft schon wieder leer. Aua! Scheiße. Oh fuck. Hab ich gleich ein richtiges Problem. Oh, kannst du nicht einfach mal da hochlaufen, wie jeder normale Mensch auch? Oh. Mensch, Kletter! Oh, das ist doch nervtötend, echt. Halt. So, jetzt bin ich wieder an der Basis, aber keine Gegner. Ist ja komisch. Es ist, als könnten die den Brot riechen. Verstehst du schon mal? Ja, ich meine, wenn hier oben mal einer erscheinen würde, wäre es ja perfekt. Dann könnte man ihn ja hindocken. Ja. Aua. Hm. Iss dich doch mal. Aber du, das ist da eigentlich so gemacht, dass dieses Riesenvieh, das waren ja die normalen, ne? Ja. Dass dieses Riesenvieh nur kommt, wenn du halt bestimmte Blöcke gebaut hast, dass es quasi deine Burg angreift, weißt du? Jetzt zieht er sich wieder zusammen. Ja.
Das war's. Jo, das lief ja. Aber immerhin, wir hatten den Sturm. Ja, Immer alles positiv funktioniert sehen. nicht. Dann ist alles so umgestellt, dass hier gar nichts mehr hinhaut. Scheiße. Irgendwie, ja. Ich weiß irgendwie. Ärgerlich. Ja, keine Ahnung. 15 Minuten kommt der nächste dann. Da müssen wir halt warten, bis TH kommt, um dass er nochmal in den Einstellungen guckt. Ich glaube, alle Einstellungen können wir nicht sehen, oder? Server, 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 Einstellungen. Ach, hier allgemein. Fortschritt. Überleben. Ach du Scheiße. Malstrom. Kannst du nichts einstellen, oder? Was? 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 Ältere Belagerungsdinge. Ach nee. Ach nee, ist eine Kartenmarkierung. Okay. Ich dachte, weil hier ein Häkchen fehlt, aber das ist Belagerungsmarkierung. Ältere Belagerungsschadensmultiplikator 1,0. Mindestens Gebäudegröße für Belagerung 41. Ältere Belagerung, Respawn-Rate 1,0. Maximale Älterung Belagerungsdinge 5. Ältere Belagerungsgebäudegröße Multiplikator 1,0. Malstrom-Abbringzeit ist schon wieder auf Standard gesetzt. Malstrom-Dauer 15. Aber kein großer. Vielleicht haben sie so mit einem Update irgendwie behoben. Kann auch sein. Gebäudeteile für Marschroute. Stimmt, das kann auch sein. Ja, das ist doch, ich denke, das ist es, oder? Nee, ne, das ist nie der. Gewölbe abgesehen. Oh! Ältere Belagerungsdinge aktiviert. Fehlt Häkchen. Ist? Ja, wahrscheinlich ist ausgestellt. Also denke ich mal, weil hier Nö. steht, ältere Belagerungsdinge aktiviert. Ist kein Häkchen dahinter. Können wir aber jetzt nicht einstellen, oder? Wir können es nie, müssen wir auf TH warten. Weil ich habe jetzt gerade probiert, aber es geht nicht. Oh Mann, haben wir ein Pech. Wir haben ja noch 105 Minuten, müssen wir noch gehen, oder? Wie spät ist es? Ja, wir könnten den sogar noch erreichen. Wir haben es halb. Ah, Was denn? ha. So, wo muss ich das einstellen? Du kannst Stell das? rein. Warte, 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 warte. Aber ich würde sagen, da warten wir lieber die 105 Minuten. Und Hauptsache, das Häkchen ist dann drin. Warte, du gehst auf. Ach, du kannst. Du hast den Code noch. Ja. Einstellungen, gehst du auf Serveroptionen, ne, ganz rechts. Ja, bin ich. Und dann links hast du hier ganz unten Malstrom in dem roten Bereich, ne? Ah ja, genau. Dann gehst du runter und ungefähr. Da sind so zwei Häkchen zu machen. Da steht ältere Belagerungsdinge aktiviert. Also ungefähr einmal kurz scrollen. Oh, warte mal, ne, gehe ich trotz. Warum geht denn das jetzt nicht? Kann ich trotzdem nichts auswählen, das ist ja lustig. Kannst trotzdem nie. Scheiße. Ne. Da müssen wir auf TH warten. Ja, das wird halt sein, dass es deaktiviert ist einfach. Die beiden Häkchen müssen rein. Ältere Malstrom Belagerungskartenmarkierung. Gebäudeschaden aktivieren und das ist richtig, dass das draußen ist. Genau, sonst ist ja alles richtig. Bin's durchgegangen, sonst ist ja alles okay.
Aber halt ältere Belagerungsdinge aktivieren. Das halt, die Belagerung, dass die halt im Maelstrom kommt, die spezielle Weste. Weil darunter ja. steht ja, dass mit den minimale Gebäudegröße für Belagerung ist 41, das ist Standard. Weißt du, das reicht ja völlig, wir haben ja in der Mitte dort über 100. Die einzige Kacke ist, kann sein, dass der halt direkt auf meinen Turm spawnt, weil der Turm auch über 41 ist. Ja, da müssen wir uns kümmern. Ach, Mann. Naja, da haben wir jetzt... Ja. In anderthalb Stunden ungefähr. Ich kann jetzt aber auch einen Gegner hier hinsetzen und wir... Nee, das ist kacke. Wir machen das schon frisch. Okay. Wir okay. machen das. Das ist ein bisschen zu sehr schieben. Wir wollen schon das Rische, dass es frisch funktioniert. Na, dann machen wir die TH klar, dass er sich kümmert. Ja, ja, der kommt dann. Also der müsste, der kommt bloß später, hat er gesagt, weil die tun noch hier, weiß ich, am Haus hier irgendwas bauen und da tun die jetzt noch Essen und dann kommt er an. Also in 105 Minuten ist er auf jeden Fall da. In anderthalb Stunden. Also müssen wir mal machen um eine, warte mal, wie spät haben wir es jetzt? Halb sieben. Naja, um 8 müssen wir auf jeden Fall, dann geht's langsam los. Gut, ich mach mir mal kurz einen Gin. Ja, dann macht ihr dabei einen Gin, genau. Und ich gucke mal, ob ich vielleicht was zum Bauen sammle. Jo. Da können wir derweil noch ein bisschen. Bis gleich. No, bis gleich. Gintastic. Absolut Gintastic. Ja. Yep. Haben wir noch Baumaterial, Bibi? Frag für einen Freund. Aber wir hatten schon mal einen Sturm. Das ist schon, das ist so, ne? Wir sind schon mal... Wir hatten schon mal einen Sturm, ja. ...unserer Rache etwas näher gekommen. Mhm. Aha. That's my shit. Die Sonne geht unter, Blöbräu kommt hoch. Mit Blöbräu ist, der Tag im Arsch. Und was hat der Mark Bundy von dir zum Geburtstag gekriegt? Also jetzt das Unperverse, bitte. Ja, ja, er hat bekommen ein Brettspiel und... Verdammt, was habe ich... Achso, und eine Flasche teuren Gin und Tonic dazu. Und was? Tonic. Also, drei Flaschen. Achso. Verschiedene Tonic-Sorten noch. Für deine Gin-Leidenschaft. Mhm. Ach, da wird das in den nächsten Tagen bestimmt wieder schlimmer werden mit Gin los und so weiter. Das ist möglich. Schmeckt. So. Was ist denn da drin? Welcher? Klingt, als wäre die ein bisschen stärker. Der Grapefruit lastig, aber ansonsten. Klingt lecker. Ich habe als Kind immer gerne die Fanta Grapefruit getrunken. Ich gar nicht. Ich gehe jetzt runter vom Turm. Bin wieder da. Ja, wie gesagt, wir können ja ungefähr ab 20 Uhr geht's dann wieder in die scharfe Zeit. Gell? Okay. 20 Uhr. Dann geht's dann langsam wieder los. Wir haben Baumaterial haben wir nie mehr, ne? Nö. Ist doof. So, wo bin ich eigentlich? Ach so, ich bin ja hier noch bei dem Turm. Gerade überlegt, wie ich hier auf den niedrigste Stufe gekommen bin, aber ich bin ja gar nicht bei der Basis. So, dann mach ich den jetzt mal. Was machen wir denn jetzt? Ich war noch nie in deinem Schlafzimmer.
Warte mal. Ja. Raus aus meinem Bett! Bin gerade von außen reingeflutscht. Bibi hat auf dein Kopfkissen gekackt. Auf mein Kopfkissen gekackt, sie hat? Genau. So, jetzt will ich trotzdem mal gucken, ob diese komischen Pickelasche immer hier sind. Ja, die sind immer da, okay. Ja, ich glaube, seit den Lane-Updates sind die immer hier da, ne? Klasse. So, dann werde ich mich jetzt mal ausmüllen als erstes. Nehme dann einen Haufen Zeug bei mir. Hier schon seit 3 Folgen durch die Gegend schleppe. Ah, fuck, der Turm hat ja einen Riss. Oh Gott, muss also der Weg nach unten, einfach an der Wand lang, ist wirklich... Ja, geht flott. Was, draußen, oder was? Ja, einfach draußen an der Außenwand lang. Sag ich doch. Alter, das ist ziemlich gut. Das ist schlimmer wie irgendwelche Moskauer hier, Skyjumper oder wie nennt man das? Das ist ziemlich fetzig, das funktioniert immer frei. Das ist fetzig. Fetzig, deftig. Markus, du kannst mal hier, ne? Ich wollte eigentlich mal einen trinken gehen mit dir und deine Bars, dein Hotel-Bar ist kaputt. Was ist kaputt? Deine Bar. Ja, stimmt, die ist. Sie will nass. Die wurde zerstört. Hinterhältig. Muss ich erstmal Rohstoffe sammeln. Mein Pier geht's noch gut. Oh, mein Pier geht's noch gut. Ach, ich wollte mal wie so ein Schiff hinsetzen oder sowas. Als Gag. Ja, da kann ich ja da schon mal ein bisschen weiter sammeln. Jo, da können wir eigentlich noch ein bisschen sammeln. Genau. Jo, da brauche ich mal kurz hier irgendwas zum Sammeln. Cinderella nicht, die ist zu wenig. Wenn. Wo ist denn hier der Pack? Das Packnashorn? Ach, steht das nicht noch draußen? Keine Ahnung, also ich habe alles zusammengestellt. Achso. Fratzi, Paki? Der passt hier auf. El Paco fehlt. Oh, hier haben sie unsere Palisade kaputt gemacht. Das gibt's wohl nicht. Mein Pferd fehlt aber auch. Roni ist da. Warum ist mein Pferd weg? Ich stelle meine Tiere immer zusammen. Aurora ist da. Flecki ist da. Ja, aber Pampero nicht. Brutus ist da. Du kannst du am Dings suchen. Cinderella ist da. Musst du im Menü hinten, kannst du die aktivieren, naja, dass es anzeigt auf der Map. Ach, hier hinten ist es. Wieso stehen das hier hinten? Nee, Pferd steht hier. Nicht deins. Nee, meins heißt Pampero. Pampero. Trotzdem fehlt auch das andere. Wo ist denn der hin? Getreue. Ach, hin? Ja, guck mal. Wie ist denn der Brutohorn? Der Dings ist ja auch nach wie vor verschwunden hier, der Jaguar. Ich weiß ja nicht, wo du den hingemacht hast, nachdem ich ihn dir geschenkt habe. Pampero ist hier irgendwie ausgegraut worden, das? Bewacht? Übiges. Was zum Henker bewacht er denn? Warte mal, ich mache immer alles aus. So, jetzt gucken wir mal, wo Pampero ist. Ja, ich gucke auch gerade schon. Ich sehe ihn. Ich gehe ihn gleich holen. Wo ist er denn? Irgendwo auf der Ebene. Ich weiß nicht, warum. Auf der Ebene? Also, draußen. Zwischen unserem Lager und der Zuflucht der Fremden. Mittendrin okay. Steht er rum. Ja, wie gesagt, das andere Nashorn fehlt auch noch. Aber wie sind das? Alter, wir haben ja Haufen Scheiße. Was haben wir? Haufen Scheiße? Nee. Einen Haufen Scheiße haben wir offensichtlich. Nee, einen Haufen Gefolgsleute. Ja klar, wir haben einen Haufen Tiere. Ja, das muss man bald mal hier. Ihr seid doch in Buchhaltung machen und Verwaltung, bitte. Aber doch, alles aufgelistet dort, kannst du gucken. Ich wollte sagen, was stellst du dir unter Buchhaltung und Verwaltung vor? Nee, was die im Lager sind, habe ich zusammengestellt. Nee, ich meine jetzt, dass man ein bisschen, wer was ist wegen Norm, wenn wir den suchen. Aber doch. Ach, bis auf Paki, den haben wir ja nie benannt. Packesel. Packi Schmaggi. Horny ist Horny, Cinderella ist Cinderella. Alles ganz einfach. Und Pferd ist Pferd. Pferd ist Pferd. Sagt ja der Name schon, ne? Jetzt nicht so schwer zu verstehen. Klaus, die das Socks haben, oder? Wo hängt denn die auch? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ja, ich auch nicht mehr. Eine Echse. Ach so, eine Echse? Ja, stimmt. Genau. Ja. Denk bei den Echsen dann wahrscheinlich. Ja,
Ich kann dir sagen, es ist nicht leicht, so viele Mütter zu stüpfen. Oh, ich hänge schon gerade wieder. Hört ihr mich noch? Ich habe meinen Haufen Echsen unterwegs. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, mein Internet hat gerade einen Hänger. Solange du keinen Hänger hast, ist alles gut. Hallo? Ja, ich bin noch da, aber mein Internet schwankt gerade wie so. Ja, hörst du mich? Ja, ja. Hörst du mich wieder gut, weil mein Internet schwankt gerade. Bier getrunken oder was? Ja, ich das Internet, ich muss mal Vodafone fragen. Haben Sie wieder gesoffen, Vodafone? Die Hummelpummel ist ja auch noch hier, die steckt im Boden. Hummel, oder so, wo ist denn jetzt hier Pampero? Da steht er. Ja, dafür, dass Hummelpummel bloß immer einen Tag lebt, ist sie schon ganz schön lang unterwegs. Ja, es hängt schon wieder bei mir. Ach, fick die Olle, was ist denn wieder? Vodafone! Ruf gleich an. Mach auf laut im Stream. Ja. Ich will Gönnen spielen und das geht nie. Ich möchte Gönnen in das Ja, wir haben letzte Woche, zwei Wochen habe ich mich drauf gefreut. Zwei Wochen. Jetzt geht die Scheiße nie. Und nun hängt es an, die Scheiße Internet. Wofür bezahle ich denn hier? Wofür bezahle ich denn hier 5 Euro Studententarif? Obwohl ich schon 40 Jahre bin. Hat niemand die Kammeltante mitgenommen? Nö, die habe ich auch nicht gefunden. Ach, die ist oben. Wenn ich mal hochkommen würde, was ist denn mit dem Netz? Kriegt's nicht mehr hoch? Ich jump hier die ganze Zeit rum, also mich tut's. Oh, bumst die Hölle. Was ist denn mit dem Netz gerade? Vielleicht bumsen die gerade die Hölle. Oder wie die Hölle? Ich hol gerade. All das ist gefährlich um drum. Ja, mach mal. Gut, ja, ich mach mal kurze Pause. Ich guck mal, was los ist und mach mir eine Bulette warm nebenbei, ne? Ach, Gott. Ich bin, ne, gleich. Ach, nimm den Stinkefuß der Hölle. Ist fett genug. Stinkefuß. Oh, er ist noch da, oder? Ja, ich bin da. Ist gleich. Ich hab grad eine Pestbeulenspinne hier mit dem Stinkefuß des Todes platt gemacht. Sehr gut. Specki macht sich eine Bulette, hast du gehört? Bitte? Schau, wie das ist, die Dickfett. Oh. Du hier, Mensch. Ich hab gerade gesagt, mein Nashorn macht sich eine Bulette. Ist er weg? Hallo. Ich hab euch auf laut. Scheiße. Eine Frage, ja, bringt das eigentlich irgendwas, wenn man den Begleitern hier Essen gibt? Also macht das eigentlich irgendwas, wenn die Kinder Essen haben? Heilt besser, wenn er Essen hat im Kampf, weißt du? Genau das. Das, was er sagt. Au! Was soll denn das? Hast du dir den Fuß hast du dich auf den Fuß gesetzt? Die hat mich angegriffen, dafür kriegt sie so tot, bitterer Tod. Bagheera und mein Bein des Todes. Mein Bein des Todes, ist mein Bein des Todes. Das war quasi mal dein Bein des Todes, das ist korrekt. Klingt so sehr, dass es die Leute umbringt. Ein bisschen blöd, wenn keiner mehr redet, weil ich ja keine Musik habe. Es ist ein bisschen still. Hallo. Is anybody here?
Oh mein Gott, ja. Der Michael frisst fette Buletten. Sein Gewicht ist somit nicht zu retten. Buletten schmecken ihm gut. Guru, guru. Jetzt bist du dran. Du musst doch was sagen. Der Bandi dreht wieder ab. Schnapp, schnappidibab. So, wahrscheinlich ein Hänger. Ich unterhalte mich ja gerade. Bitte? Hast du jetzt deine Bulette warm gemacht? Ja, ich mache mir noch ein Brötchen warm, deswegen habe ich den Ofen an und habe die Buletten gleich rein, dass so durch Fleisch durchgewärmt wird. Also, ich dachte, du hast dich drauf gesetzt, bis er warm ist. Meinst du, weil ich so heiß bin? Ja, verstehe ich schon. Das ist einfach mal nachhaltig. Stimmt. Man braucht nicht die Mikrowelle anschmeißen, man kann sie auch einfach draufsetzen, hast du eine warme Bulette. Ja. Vor lauwarm. Oh, kennt ihr diese alte hier Sex-Hotline-Werbung? Wo die hier so ein Pissoir und dann so eine Stimme. Lauwarme Gefühle, ruf an. Oh Gott, doch, das sagt mir irgendwas. Doch, das sagt mir irgendwas. Ja, das hat sich so eingeprägt. Oh. Und du hast angerufen, oder? Und ich habe angestrollt, gerufen. nee. Meine Fresse, wo kommen denn die ganzen Spinnen hierher? Die Spinder? Bibi, deine Erfahrung, als du jung warst und das erste Mal sexy Sportclips. Läuft das eigentlich so ab bei der Sex-Hotline? Stöhnt die dir dann die ganze Zeit ins Ohr oder was geht ab? Ja, du hörst eigentlich bloß Wasserstrullen, ne? Merkst du es nie. Könnte man eigentlich aufmachen. Das bringt eine Schwellung in Wallung, wenn die dir die ganze Zeit ins Ohr säuselt. Soll es Leute geben? Die erzählt dir dann bestimmt, was er anhat und wie sie sich aussieht und. Da kannst du mir lieber ein Video für das Geld schicken. Ja, ich glaube, die laufen bestimmt auch nicht mehr so. Das war vor der großen Internet. Die gibt's aber schon lange nicht mehr, glaube ich, oder? Ja, ich glaube. Gibt's die noch? Kennt ihr noch die sexy Sportclips auf DSF oder so? Ja, die gibt's doch noch. Die gibt's immer noch. Die gibt's immer noch? Nein! Doch. Ich glaube, die habe ich vor kurzem gesehen. Ja, ich glaube, beim Durchseppen haben wir das die... Das ist vor kurzem, vor einem halben Jahr oder so. Beim Durchseppen, ja. Geht dich gar nicht an, nee. Altes Ferkel. Ei, in Internetzeiten gibt es noch sexy Sportclips. Ich wäre nicht mehr. Aber in Zeiten von YouPorn brauchst du dir die Scheiße ja nicht mehr angucken. Ich wollte es jetzt nicht so... Na, ist doch so. Kinder gucken kein YouPorn. Onanier macht blind, das ist so. Ja. Und Grisau an der Hände. Ja. Und macht Gott sei Dank. Gott sei Dank kann man dieses Spiel auch blind spielen. Was macht ihr hier eigentlich gerade? Ich sammle Steine und Holz schleppe. Na, ich sammle Stein und Holz. Und ich will dasselbe machen. Grade, also im Moment mache ich gerade Spinnblatt. Und ich will gerade die Kamilltante holen. Ach, da bist du ja. Die war hinterm Katapult. Achso, die wollten wir ja wegfeuern, stimmt. Ey, die ist gut. Mach Baum und einen Flughafen. Aber warum gibt's, das ärgert mich, warum gibt's hier noch keine hier so Segelgleiter? Weißt du? Wie bei, kennst du das von, kennt ihr das von The Forest? Forest, sagt euch sowas? Ja. The Forest, da hast du so einen Segelgleiter, wo du abspringen kannst. Haben wir sogar schon zusammen gespielt. Haben wir das zusammen gespielt? Hammer. Ich war mal kurz in dem Club mit drin. Ach ja, stimmt, du warst ja mal kurz. Stimmt, ganz am Anfang. Ja. Aber wo wir gerade bei Kleiden sind, ich frage mich, warum es hier kein Kleid gibt. Vielleicht sollte ich auch einfach mal losziehen und die Insel erkunden. Ich war ja noch nicht auf der ganzen Insel. Kannst du machen? Erkunde die Insel? Ja, wir können auch mal wieder auf die alte Insel gehen. Ich würde sagen, wir können hier mal zusammen in der nächsten Folge zusammen eine große Erkundungstour machen. Oder drittnächsten, wenn wir uns gerecht haben. Oder wenn wir keinen Bock haben, dann machen wir einfach eine Erkundung. Machen wir jetzt eigentlich mit dem alten Surfer? Kann ich dir jetzt abbestellen, oder? Wenn der eh nicht ist, dann würde ich den erstmal, ja, stimmt. Da habe ich auch nicht dran gedacht, sorry. Wenn das alles weg ist, wenn du wirklich nicht mehr... Kannst ja nochmal gucken, ob das vielleicht irgendwie... Hast du schon komplett? Hab ich schon. Nee, hast du geguckt, ob das vielleicht irgendwo noch einen Speicherstand gibt oder irgendwie? Hab ich gemacht. Alles mit Update weg.
irgendwie Node-Saves oder so, weißt du, ich meine? Ich glaube, das haben sie bei der Vertragsverlängerung damals alles gelöscht, keine Ahnung. Das ist irgendwie, dass mal wirklich alle Optionen durchgegangen sind, dass die vielleicht noch im Speicherstand irgendwo liegt, dass wir wirklich sicher sind, dass es jetzt zu 100% weg ist. Weißt du? Dann kannst du es nachbestellen, wenn du wirklich sicher bist. Weißt du, das ärgert ihn, oder? Wir haben so viel Zeit dran gesessen, ey. War alles perfekt. Unsere Stadt, wie schön und wie die war gerade wirklich. Das ging gerade so perfekt zu werden, die City, ey. Müssen wir irgendwann wieder aufbauen. Und wir haben unsere Ahnen erforscht. Die Story will ich weiter wissen. Weil ich denke mal, hier geht es ja bestimmt nie um die Grundstory, sondern eigentlich bloß um die Zipta-Story. Ja. Naja, irgendwann kehren wir zurück und dann bauen wir alles wieder auf. Mühsam. Im Schnelldurchlauf. Müssen wir jetzt alles, wie es geht. Stimmt, wir brauchen zumindest nie groß Neuanfang quasi. Wir wissen, dass wir auf der Bäreninsel nicht bauen, wo die Bären sind. Wollen wir dieselbe Stadt bauen oder wollen wir woanders dann in der Hauptstadt hinsetzen? Ich dachte woanders, irgendwo bei den Schwefelfeldern so in der Mitte so. Was hatten wir da noch? Na, da wo das große Schwefelfeld war. Wo wir durch den Durchgang durch sind. Da wo wir schon gebaut hatten. Die Burg. Hallo, bist du noch da? Ja, ich überlege gerade, was du meinst. Also, na, wir haben doch die Burg gebaut. Ach, dort meinst du. Ja, und da waren die Schwefelfelder in der Nähe und Eisen gab es da, glaube ich, auch. Oder wir bauen da, wo TH damals gebaut hat. Da ist ein Haufen Eisen. Was wir brauchen für den Anfang. Und dicke Haut. Dickes Fell brauchst du immer. Hm. Ja, müssen wir uns nochmal überlegen. Ich hoffe ja mal, dass die zwei Maps verknüpfen. Ja, wird auch nicht passieren, glaube ich. Das wäre aber echt geil, ehrlich gesagt. Hä? Ach so, ich hau ja mit dem falschen Ding drauf. Na, was war denn das gerade? Was denn? Gestorben? Hier kam so eine braune Dschungelkatze und die hat mich mit zwei Treffern weggefickt. Gefegt. Morgus, was machst du wieder? Hast du dich als Dschungelkatze verkleidet? Also die hat mich zweimal getroffen und das war's. Echt? Hattet ihr leuchtende Augen? Hm, eigentlich nicht. Hä? Interessanterweise. Ja, ich gehe dann mal mein Zeug holen. Und hoffe, dass nicht alles tot ist. Hast du das nicht? Naja, mein Bagheera und mein Pferd. Ach so. Oh, ich hab Durst. Verdammt, hab ich noch was zu trinken. Wo warst denn du, Bibi? Karte. Ist hart. Hart zu sterben. Ich weiß, wie es ist. Keine Ahnung, was da passiert ist. Der hat zweimal drauf gehauen und ich war weg. Oh Mensch. Ja, das ist immer so. War jetzt eher unerwartet. Unverhofft kommt oft. Nur was brauchen wir eigentlich für die Krutze? Stecke ich hier. Ach scheiße, brauche ich auch noch Steine. War ja gar kein Zwirn. Da haben wir jetzt Zwirn wie so ein Henker. Wer zwirnt, hat's leichter. Ich wusste, dass das kommt. Du bist in meinem Karpfenteich der letzte Hecht. Bei deinem Anblick wird mir schon weithin schlecht. Zum Glück gibt es das Ding, das dich durchsieht. Merci, dass es das gibt. Das singst du aber schon ewig. Ja, ist aber lustig. Oh, die Töle draußen klifft. Bitte kotzt das Kind. Was hatten wir vor uns, Baby? Ach, hier. Mit Blöbräu. Die Sonne geht unter. Genau. Blöbräu kommt hoch. Mit Blöbräu ist der Tag im Arsch. Hier könnte man hier im Vorbau, hier vorne, davor, könnte man eigentlich die kleine Stadt hinzimmern. Was ist mit deinem Vorbau? Da könnte man eine kleine Stadt hinzimmern. Wie hast du nur alles oder soll ich dir helfen?
Aber ich versuche jetzt das Vieh mal hier Platz zu machen. Hat keine leuchtenden Augen, ist trotzdem der Überkracher offensichtlich. Was ist denn das da für ein... aus? Ich komm. Yeehaw! Yeehaw! Ha yi! Yeehaw! Also es war auf jeden Fall eine ganz schön große Mietzitatze. Wann kommt denn jetzt der TH? Ich weiß nicht, der hat ja so, der kommt ein bisschen später. Ich weiß nicht, was bei dem ein bisschen später hält. Weil sonst kann der zweite Sturm hochkommen und wir haben immer noch nichts gewonnen. Sag's ja nur. Das war ja ein krasses Vieh. Krasses Pferd. Krasse Puma. Krasse Katze. Krasse Krutzkatze. Aua! In Anbetracht dieser Tatsache möchte ich die Insel doch nicht erkunden. Wenn mich hier schon so eine kleine Miezekatze mal eben wegwieder. Da muss man standhaft bleiben. Na, ich versuche, die hat jetzt noch einmal getroffen, hat mir die halbe Energie abgezogen, also ich weiß ja nicht. Standhaft. So klein sind die Miezetätzchen. Und noch höher leveln kann man ja nicht. Oh, wie viel haben wir denn? Und ich bringe auch noch was. So, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Sag ich, hier ist ein fetter. Das sind gebaut. Sag mal, Michael, du hast doch hier an dem Eingangstor mit dem Turm, hast du doch so. So Palisadendinger gebaut. Ja. Ist dir klar, dass, also mal abgesehen davon, dass das Tor offen ist, dass genau neben dem Tor so ein, zwei von den Dingern fehlen? Wo meinst du? Na ja, ach so, ja, ach so, das habe ich schon gesehen, ja. Das haben die kaputt gemacht. Die Schweine. Die wissen, dass wir keine Rache nehmen können. So, hier, Markus, brauchst du an einer bestimmten Stelle irgendwas hier? Ja, in meiner Bar. Die! Wenn Vampiro schon mal alles dabei hat. Oh, hier ist ja Eis. Krasses Pferd. Was davon ist deine Bar? Das halb zerfallene Haus mit dem Swimmingpool. Achso. Das ist länglicher, oder? Ja. Gibt's da eine Truhe oder sowas? Nö, glaube nicht mehr. Haben die bestimmt kaputt gemacht. Na, 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 na. So, mal sehen, wie die Einstellungen sind beim. Beim Looten? Beim Abbauen? Okay, genau. Gehst du damit jetzt erst an? Ja. Alter. Ich hab keine Ahnung, was hier deine Bar sein soll bei den ganzen Gebäuden, die hier stehen. Nee, dahinter, genau. Baby. Nee, auf dem Pier. Also nie auf dem Hochstand. Daneben das Ding, was ins Wasser geht. Da unten, ja. Dieses wunderschöne Gebäude, was sich so abhebt. Ach, da ist, ich habe allerdings was, geil. Da steht ein Haufen Mist rum, aber das eine Gebäude, was so schön aussieht. Oh, das ist hier immer schon so viel Wasser da drin. Ich dachte, da haben mal ein, zwei gefehlt. Hier fehlt ja die ganze Mitte. Ja, haben sie wahrscheinlich jetzt ganz zerkloppt. Na, no, irgendwie. Oder auch nicht beschützt. Ist ja auch alles frei zugänglich dort, ist ja kein Wunder. Aber ich denke, da war jemand, der es beschützt hat. Michael hat da irgendjemanden abgestellt extra. Eigentlich schon, ja. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Na, dann ist der wahrscheinlich gefallen. Vorne am Tor stand jemand. Doch, hier gibt's eine Truhe. Die Holzkiste steht noch. Ah, super. Excellent. Was brauchst du denn? Eher Holz oder eher Steine? Eher Steine, jetzt Holz habe ich gerade schon 9000. Ist geil, wenn man looten kann, ohne dass man ermüdet ist. Nicht wahr? Das ist schon, ja. Und sexy. Dies hat schon was, gell? Ah, toll, die ganzen Steine passen hier gar nicht rein, weil hier ein vorsintflutlicher Elefantenkadaver drin liegt. Ja und?
mag vorsintflutliche Elefantenkadaver, die sind schön warm im Winter. Was ist denn jetzt eigentlich schon wieder mit Bagheera? Kannst du auch als Duftbäumchen aufhängen. Was? Oh nein, ja. Jetzt habe ich Bagheera nicht mitgenommen, oder was? Ach, shit. Steht er jetzt einsam und allein irgendwo rum? Der folgt mir ja gar nicht automatisch, nur weil ich da wieder hingehe. Gut, ich bin zu 368% überlastet, geil, oder? Geht die Schnee ein bisschen ab, oder? Glaubt man ja gar nicht, dass sowas möglich ist. Gibt der dann einfach irgendwann mal tot um? Nee. Ist einfach Superman. Superman. Huch, hier ist ein verfluchter Kämpfer direkt bei unserer Basis. Ach, Glück, ja, es ist, ach, ist ja immer noch. Ja, da kommt ab und zu mal jemand vorbei. Jetzt ist er nicht mehr da. Hier Stahlbarren, ein bisschen Glas. Pilz brauche ich nicht, Untotenbeschichtung brauche ich auch nicht. Sehe ich, gehe kurz meinen Glaube ich in zwei Teile. Oh, ich habe ihn in Teil zwei Teile geschnitten. Ups. Hoppla. Wäre ja auch alles nicht passiert, wenn der hier nicht hinter mir hergelaufen wäre, während ich eigentlich nur mein Tierchen holen will. Mein Bagheera, der ganz allein da rumsteht. Ich komme schon. Die Sonne geht unter. Der Ball kommt hoch. Und ich reite auf meinem Pferd. Und ich reite im Sauseschritt. Der Panther muss mit. Auf meinem waghalsigen Ritt. Fasst er sich in den Schritt. Hab ihn bei mir in den Schritt. So, folgen, mitkommen. Hier rumstehen. Ja, das gibt diese Wahnsinn. Jo. Ja, ist denn heute schon aber ich muss da noch eine Kiste bauen. Ja, ich weiß. Meinst du deinen Arsch, oder? Was? Oh! Weg hier! Tiger! Jede Menge Tiger! Die schon. Unterwegs. Im Tigerland. Komm mit mir ins Tigerland. Auf eine kleine Reise. Hier riecht es überall nach Tiger. Schmand. Nach Tiger-Scheiße. War lustig. Hat sich gereimt. Warte. Nein, nein. Wenn man es erklären muss, ist es scheiße. Ja, das ist ne? Das. Genau, das muss von alleine kommen. Ah, Tiger, ja, ich hab's. Ich hab noch einen gefunden. Ey. Aber Gero, du machst das schon. Jetzt steig doch mal ab. Meine Fresse. Steige ab von deinem hohen Ross. Mal lass deinen Panda hier alles machen. Noch so eine Dschungelklaue. Ah, da musste es ja vorhin wirklich. Ich weiß nicht, ob das ein Mini-Boss war oder was da los war, aber. So, gerade die sind die relativ stark, ne? Die. Die Miezekatzen. Ja, die sind nicht ohne. Das war schon immer so. Erinnert bloß an die andere Welt. An die Löwen. Oh ja, die waren nur Alien. Die konnten nicht. Insbesondere der weiße Löwe. Oh Gott, ja. Wie oft sind wir da gestorben? Der weiße Löwe mit den Klöten. Schlechter Reim heute, schlechter Reim. Katzenfell. Katzenfell. Na. Bist du eine Katze? Machst du fitte Fatze? Fitte Fatze. Mensch, nun geh das immer ordentlich hin hier. Das gibt's nicht. Was ist denn schon wieder? Wo ist denn hier schon wieder eine braun-rote Dschungelklaue? Wie können die denn überall sein?
Lass mein Pferd in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Ja, mal. Die haben echt alles kaputt gemacht, ja. Eine glatte. Also, ich weiß, war irgendwie, da war mal mehr. Eine Sturmflut oder irgendwas. Schon wieder Säuberung bei euch. Was ist denn los? Oh Mann, was willst denn du? Verpiss dich doch jetzt mal. Oder von meinem Grundstück, das ist mein Grundstück. Bitte, bitte. Oh, man sieht mich ja immer nicht. Gut, mal brechen. Ah, ich will doch nur zurück. Ich finde den Weg nicht mehr nach Hause. Vampiro weiß nicht mehr, wo es nach Hause geht. So, mal herstellen hier. Ich kann damit auf jeden Fall deutlich länger sprinten als mit einem Nashorn. Ist ja schon wieder so dunkel hier. Auch Nacht, Senorita. Und ich liege auf dir. Wusch zu dir und das Deckchen. Ich will gar nichts von dir. Ein bisschen Liebe vielleicht. Ich bin müde vom Wandern. Und ich liebe dich vielleicht. Nicht so ganz sehr wie die anderen. Der Markus kriegt eine Glatze. Du singst nur Müll. Muss ich jetzt auch mal sagen, das ist. Das ist. Da war bisher noch nicht ein was Schönes dabei. Nee, jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt machst du mich traurig. Wenn man sagt, ja, das war mal ein schönes Lied, nö, gar nichts. Kommt einfach nichts. Bitte, bitte, bitte. Seh. Nix wie ein Baby. Was ist für ein Helge? Es gibt die Mühe und irgendwas Ordentliches. Du mal lieber die Möhrchen. Ingaranische Dreibeutel treten an. Muss ich hier kennen. Das wollte er eigentlich auch runtersetzen, davon mal abgesehen. Ja. Denkt, das sind alles vier Standardwerte. Naja, das ist kein Standardwert alle 5 Minuten. Ich glaube, das war ein Standard-Bescheid. Das nervt doch. Nee, so oft haben die früher nie angegriffen. Nee, aber wir hatten es sogar vorher verstellt, weißt du? Fitze, Fitze, Fatze. Also. Witze, Witze. Was meint ihr Schönes? Bibi, du gehst. Du sammeln für Markus? Ja, ich gehe gleich das Zeug abliefern. Warum stehst denn du hier und machst nichts? Ich hab von uns von jetzt? Weil ich kein Licht hatte. Hast du jetzt beschissen? Oh nein, du hast jetzt nie Talk verändert. Wieso? Nein. Ja, wenn warum? Das jetzt mit dem Sturm irgendwas zusammenhängt? Nö. Hätte der jetzt auch einfach eine Facke überwachsen lassen. Ja, mach mal hier kein Cheater-Zeug. Meine Facke. Wenn wir Pech haben. Ja, ich hab keine Fackel und ich sehe ja nichts. Willst du noch Steine? Ja, ist eine Fackel. Gib. Alles her damit. Jetzt also drück dir Daumen. Bedien dich einfach in Pampero. Bitte nicht. Bedien dich einfach in Pampero? Bagheera hat einen Fuß. Der soll, du sollst nicht Bagheera, du hast Pampero. Ich wollte aber mal gucken, was Bagheera so in sich hat. Der so unter der Haube hat. Danke. Kann ich auch weiter bauen. Wer brauche ich denn? Zwei. Die haben echt alles kaputt gemacht, die Schweine. 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 Mir mühsam Verbunde abgespart habe und gebaut habe. Oh nee, Wache halten. Fitze, Fitze, Fatze. Ich bin auf Fitze, Fatze hängen geblieben.
Alter, hör auf mit dem Scheiß. Das nervt. Dann schlag was Besseres vor. Ich denke irgendwas anderes. Muss ja nicht bloß Velita können. Oder eins in dem Fall. Ist Sonder. Alter Schwede. Ist nur aus dir geworden. Tja. Früher konntest du noch ordentliche Lieder singen. Apropos, was macht dein Musikvideo? Ja, ne, ich bin jetzt soweit am... Also Stimmen habe ich soweit eingesungen, aber ich bin jetzt halt noch nie 100% zufrieden, aber ich habe sogar 90% Zufriedenheit. Bin ich mal fertig schwer. Mhm. Ja, bin ich jetzt noch am Arbeiten dran. Okay. Mein zweites Logo fertig gemacht, was ich da einfügen will. Ja, gut. Wie geht's bei euch voran? Gut, gut, gut. Wann kann ich endlich mal meine teure Kamera einsetzen? September kannst du mal so vorplanen. Gut, ne, dann machen wir das mal. Haben wir mal so ins Auge gefasst. Ende August soll das eigentlich stehen. Soll ich dich da wecken, wenn September endet? Genau, das wäre gut. Wake me up when September. Das ist übrigens total beschissen, wenn jetzt zwei Leute singen, weil das immer verzögert ist. Ein Ticken, ne? Ganz schön. Echt? Bitte so viel? Ja. Kommt bei mir ungefähr ab der Mitte meines Satzes, fängt der andere an zu singen. Echt? Bei mir bist du komisch. Ja, ohne Spaß. War schon bei Bianca von uns so. Ist nicht schön. Nicht schön anzuhören. Mhm. Gesehen davon, dass es allgemein nicht schön anzuhören ist, wenn ich singe. Ja. Komm, dein One and Wonder, das ist schon in die Geschichte eingegangen. Ja. Aber das war's auch. Und mehr kommt auch nicht mehr. Man muss einfach auch wissen, jetzt ist Schluss. Ja, man hat eh mal den Ruhm gerochen und dann ist gut. So, ja, ich gehe mal ein Brötchen holen. Ich hab meine Million damit verdient, ich meine, was will man mehr? Was willst du mehr? Bin gleich wieder da. So, setz mal hier noch eins rein. Alter, was ist hier denn passiert? Hä, wie haben die das kaputt gekriegt? Krass. War hier jemand da? Was machst du eigentlich? Ich weiß auch noch nicht. Du kannst mir helfen, wenn du möchtest. Oh, Baby. Du bist wie eine Bulette, aber eine ganz nette. Auch eine Werkbank, wo man so Fässer und sowas herstellen kann. Eine Fässerwerkbank. Die brauche ich hier drinne. Und dann brauche ich Fässer, die Dreierfässer. Und dann brauche ich noch Tische und Stühle und ein Bett. Kaka? Bist du noch da? Ja, ich versuche gerade rauszufinden. Werkbank eines Handwerkers brauchst du dafür. Wie ist das? Ich wusste, ich kann auf dich zählen. No. Habe ich aber auch noch nicht gelernt. Das ist schlecht. Dann wird Zeit. Mach dir eine Bulette. Es sieht mit dann der Annette. Es sieht dann in deinem Bette. So, jetzt steht erstmal alles wieder. Jetzt. Na hier, bei mir. Ach. Die Wände. Bei dir steht wieder alles, war ja klar. Hier bei mir hat es jetzt auch nicht besser gemacht. Ja.
Gib's zu. Sind manchmal so Sätze, wo man noch gar nicht fertig mit Sprechen ist und man merkt. Ja, was ist denn das hier? Sagt's gar keine Ahnung. Ach, Mini-Kritsch. Hast du die Werkbank? Möbelmacher. Gibt es eigentlich eine nette Bulette? Was hast du gesucht? Gibt es eine nette Bulette? Das kann ich hier so nicht beantworten. Nicht genügend Ressourcen, was ist denn das? Ja, Quise, Quise. Jo. Jetzt brauche ich die Werkbank, sonst spritzt es nicht. Ja, kommt sofort, muss gucken, was ich dafür brauche. Kann sie jetzt zumindest herstellen. Ja, hallo? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Guten Abend, guten Morgen. Geht, gut, dass du kommst. Guten Mahlzeit. Wo willst du das wissen? Die gute Nachricht ist, wir hatten heute einen Sturm. Ah, und? Die schlechte Nachricht ist, es ist kein Monster aufgetaucht. Die Belagerung ist ausgestellt. Was? Das Häkchen fehlt. Das Häkchen fehlt? Bei Belagerungsdinge, Dingens, ist Kessel leer. Jo. Ja, ne? Das ist ja nie einer auf dem Server. Also muss ich es ausschalten, sonst haut es euer ganzes Zeug kaputt. Ja, ist ja richtig, wir haben es jetzt bloß... Das erklärt einiges. Das erklärt einiges, das ist feuerisch. Wir wollten ja, das war jetzt kein Vorwurf. Niemand wollte dir hier einen Vorwurf machen. Ich könnte es jetzt natürlich einschalten. Das eine cool, Stunde Alter. Vorher, die dumme Sau! Ja, so. Rückblende, ist denn der nicht mehr ganz knusper oder was? Ja, jetzt haben wir hier den verfiebten Sturm und dann sowas. Ich könnte fieb, 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 fieb. Und das hat alles morgens gesagt. Ja, so. Nee, Bibi war's, Bibi war. Bibi war's. Ja, bitte? Übrigens haben wir unsere Rockhardskarte bestellt. Ah, sehr gut, das hatte ich schon Thomas gefragt. Läuft. Hat er. Ihm hat bestellt. Gut. Sehr schön, da freue ich mich. Rockhards. Rockhards. Für nächstes Jahr oder was? Ja. Ja. Das wird eine Party. Ja, ich muss mal gucken mit Sam, wir wollen vielleicht wieder zwacken. Hm. Ja, wir sind jetzt mit zu sechs sozusagen. Ich verstehe das nicht. Oder warum, fünf, wer kommt noch mit? Zu fünft eigentlich, oder? Zu fünft, ja. Ne, ihr beide, dann Thomas und Steffi. Okay, na dann. Ich meine, Sam, gibt's noch Karten? Karten? Theoretisch gibt's noch Karten. Stimmt, ja. Wirklich ein geiles Line-Up. Weil wir wollten nur mal planen jetzt Festivals, dass wir nie wieder zu spät kommen und einen Haufen Geld bezahlen. Deswegen. Ja, ja, müsst mich aber ranhalten, weil Rockhards ist immer ausverkauft. Ja, deswegen ja, ich muss die Woche erst gleich mal mit Sam klären, ob wir das machen. Das sind irgendwas 120 Euro pro Partner. Ja. Aber und dafür hast du ein echt fettes Line-Up, also. Ich habe letztes Jahr habe ich 260 Euro für Wacken bezahlt. Ja, das sind vorletztes Jahr. Aber halt wie gesagt, 5 Tage und du hast Parkplatz direkt mit am Feld und alles drum und dran, ist schon übelst geil. Ja. Wir wollten das sowieso mal als Team auch mal irgendwo zu irgendeinem Festival. Ja, können wir das doch machen? Ja, ich guck mal, red die Woche mit Sam und dann müssen wir das mal die Woche klären. Dann ist da noch so ein Stromaggregat dazulegen, so eine Batterie da und dann läuft das. Genau, Thomas arbeitet dran, der macht vielleicht sogar selber was, hat er gesagt. Ah, okay. Okay, also selber was mitbringen. Ne, der will eventuell seine eigene kleine Solaranlage aufbauen. Ja, echt kann man geil. Das geht auch. Ja, ja. Generatoren möchtest du dort nicht laufen lassen. Nee, darfst du noch nicht. Oh, Leo Spatz. Papa, Autobatterie kannst du halt mitbringen. Mhm. Nee, ich werde mal gucken, vielleicht wäre ich ein bisschen hier Fusion und so. Immer schon gebacken. Ja,
Das ist, es gibt zum Beispiel, werde ich mir vielleicht so einen kleinen Handy-Ladegenerator zusätzlich nehmen. Also nicht als Generator, sondern mit Solar-Dings. Das ist schon geil, ne? Und hat einer von euch schon ein bisschen Antimaterie übrig? Schwierig. Eventuell. Also gefährlich. Also eventuell. Nee, also gerade nicht. Immer mal kurz im Bestände nachgucken. Ich müsste mal im Lager gucken. So. Im Schuppen kann ich nicht. Ich verstehe leider noch nicht, ob die eine Werkbank gleichzeitig die Werkbank eines Handwerkers ist. Ob das das gleiche ist oder ob das zwei. Ja? Ja. Okay. Ja. Dann brauche ich bitte 40 also, Holz. Eventuell. Oh, warte, das habe ich. Eventuell Uran 235 habe ich vielleicht noch was da. Warte, warte. Lässt du was anfangen mit. Und dann stellst du dich dahin, wo sie hin soll. Bitte. Wir müssen uns halt oldschool machen, machen wir mal Spaltung. Ja, eben, ich meine, so ein Isotop ist ja noch nicht so energiereich wie. Raus, hier ist noch nicht geöffnet, verpiss dich! Hey, ich will mal gucken, na, also gut, Entschuldigung. Mann, sonst haut er mich wieder mit seinem Bein. Dann nimm die Tussi hier mit, raus! Mann, unfreundlich hier. Unfreundlich. Ja, nimm mal dein ganzes Holz wieder, ich brauchte 40. Ach, scheiße. Warte, jetzt hat er das Herstellen abgebrochen. Ich brauch das wieder. Du brauchst 40 Scheiße? Was? Genau das. Also, so viel habe ich jetzt nicht. Ich kann mal Honi fragen, ob der noch was auf der Pfanne hat, aber. Da musst du auch spielen. Ja, da kannst du sammeln, ja. Das ist ja wichtig, ne? Ja. Doch. Nein! So. Dann magst du doch dabei. Hier möchtest du sie hinhaben. Wo mag ich sie hin? Direkt neben die Tür. Ja. Die Hintertürchen, oder? Ja. Sautes Schwein. Oh, super. So, jetzt hier. Rohstoffe rein. Mal gucken, ob sie auch noch durch die Wand guckt. Jetzt hier Rohstoffe rein. Hau die Rohstoffe rein. Hier, nimm mal dein ganzes Holz wieder. Zu schwer für mich. Alles, kannst du alles in die Werkbank machen. Wieso? Na, weil wir doch jetzt produzieren. So, Horny, ich erleichter dich mal. Du erleichterst ihn? Das klingt irgendwie falsch. Schulst du ihn an? Ey, sag mal, auch ein Horny hat Gefühle und Bedürfnisse. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen. Okay, das klingt wirklich gut. Wo willst du denn hin? Wir bauen doch jetzt. Was bauen wir denn? So, warte, ich sag's dir. Erstmal eine Tür. Damit hier nicht wieder irgendwelche Schmarotzer reinkommen. Bibi voll motiviert. Was bauen wir denn? Na, ich muss das alles noch lernen. Ich habe ja den ganzen Baukrempel nicht gelernt. Ja. So, was wir bauen. Aber das ist ein Grundding, oder? Ach nee, du willst die Ausstattung, ne? Was wir bauen ist. Warte. Scheiße, mir fällt hier ohne so viel. Ah, du hast ja alles verlernt. Und über eine Hand bin ich meine Hocker hin? Hat er doch hier Hocker? Ja, die muss ich auch erstmal wieder lernen. Wir brauchen Hocker auf jeden Fall. Bauhocker. Das braucht ja nicht jeder das gleiche lernen, oder? Nö. Deswegen wäre es cool, wenn du Stühle und Barhocker machen könntest. Jeder hat Stuhl gesagt, ja. Hast du harten Stuhl? Manchmal. Hast du an meine Entspannungstechnik mal gedacht? Ja. Und wie funktioniert die? Na, ja, die hast du auch mal ausprobiert? Morgens eine Entspannungstechnik? Was für eine Technik, hä? Die Entspannungstechnik von Mock Bundy. Finger am Po. Nö. Warum nicht? Willst du nicht oder kannst du nicht? Also, ja, es ist. Nee. Er hat halt einen Arsch offen, weißt du, und deswegen bringt der Finger nicht. Es ist auch völlig okay, wenn es dir gefällt, hier stand. Deswegen kannst du es ja trotzdem zugeben. Nee, ja. Nee. Nee, das ist nicht meins.
Mit Barhocker meinst du quasi runde Holzschemel? Ja, genau das. Dafür muss ich Stuhlmacher lernen. Stuhl kann ich dir machen. Kann ich schon. So, wir kriegen jetzt hier das Fass. Stuhlmacher. Ach hier, Fass, Holzfass. Ah. Okay, hab ich das nicht gefunden? Holzfass. Holz. Hä, warum kann ich denn kein Holzfass machen? Ketanisches Zeug bauen und argosanisch und aquilonisch. Such dir was aus, ich brauch Holzschimmel. Muss ein bisschen rustikal aussehen. Nee, na, da gibt's nur den einen. Na, siehst du. Wollt ihr hier nicht zu nobel machen, nicht dass hier die ganzen. Na, du weißt schon. Ganze Schnorrer hier sich zu Hause fühlen. So, Bierfass brauche ich. Bierfass. Bierfass. Ich will rund ist schöner. Es gibt auch Flechtschemel. Und Fassschemel. Es gibt auch Fässer zum draufsitzen. Also ich habe da mittlerweile eine. Jetzt haben wir mal andere Entspannungstechnik. Klose. Hacken? Nein. Farming Simulator? Was ist denn da? Das Thema? Nee. Vielleicht später. Oh. Jetzt wirst du das spannend machen. Wenn das blind macht. Nee, so richtig blind macht das nicht. Hau auf die Hände. Sicher nicht? Wenn du es übertreibst. Nee, da kannst du freihändig machen, was geht. Okay. Freihändig? Oh, ich bin ja wohl neugierig. Guck mal. Ja. Blau. Runter von meiner Decke. Weiß nicht, ich bin gerade gesprungen und. Ach, man kann. Man kann klettern an deiner Decke. Ist ja lustig. Du hast die Auswahl zwischen normalen, runden Holzschemeln oder sowas, was aussieht wie ein abgeschnittenes Fass. So ein halbes Fass zum Aufsitzen. Ja, so ein halbes Fass klingt gut. Dann muss ich lernen, wie man Fassdeckel herstellt. Wie stellt man denn Fassdeckel her? Immer du ein Fass, machst du Deckel raus. Deckel. Herstellen. Taverne-Theke. Genau, oder die Taverne-Theke mache ich. Tavernenmädel? Das ist meine Taverne-Theke. Weiß ich niemals nie. Ja. Und dann brauchen wir Krüge und Kelche. Ich leg dir mal so einen Schemel da rein und dann kannst du gucken, ob er dir hält oder nicht. Vielleicht können wir heute 21 Uhr öffnen. Ja, leg mal rein. Und wenn der nichts ist, dann gibt's normale, runde Barhocker. Los, dreibeinige. Ja, es stellt gerade schon her. Ja, das sieht gut aus. Aber das ist ja ein Tisch, oder? Es nennt sich Fassschemel. Nee, dann ist es perfekt, wenn es Schemel ist. Schemel sind zum Sitzen da. Ich kann ihn ja mal irgendwo hin platzieren, wenn du willst. Warte. Kommt ja gleich. Wie gesagt, wir können auch einfach normale Barhocker machen. Da muss ich aber geformtes Holz holen. Warte. Die Schemel gehen mit normalem Holz. So rustikal wie möglich. Ja, hallo? Ja, da ist die Entspannungstechnik, hab ich mal. So, machst du diese Gymnastik dreimal am Tag? Was? Oh Gott. Ich will's gar nicht wissen. Oh! Oh Gott. Oh! Oh Gott! Was ist mit Max los? Oh! Was ist das? Jetzt muss ich aber. Das ist, was? Wo? Darfst du aber nicht zeigen, Michael? Nicht zeigen. Nee. Kann ich mir vorstellen bei euch. Also, wenn dir etwas da hält, dann will ich das nicht zeigen. Was zum. Das ist. Ey, was guckt denn hier? Warte mal. Wieso? Machst du diese. Ach, das ist schon hart. Ihr wollt doch Entspannungstechniken. Das ist aber erstmal. Alter, was ist denn mit dir kaputt?
Ah! Alter, wie krank bist du denn? Meine Stimme dazu. Machst du das dreimal am Tag? Vor allen Dingen, das ist doch aber. Sehe ich das richtig? Ja. Was ist das? Ach, okay. Das ist aber an den Bohnen. So, und jetzt kannst du dann Schnee dranstellen, aber so, dass man sich auch hinsetzen kann, ja? Das ist doch an den Bohnen, oder? Das ist, Es ist egal, woran es ist dran. Nee, aber es bringt ja nichts. Thema vorbei. Wenn du an die Wurst machen willst, ja. dann bringt ja was, wenn du vielleicht einen zu kleinen Pipi hast, da kannst du dir den wissen. Aber wer will den Schmerz? Nee, das ist wegen Entspannungsübungen. Für Rückenschmerzen ist das. Normale Bauchhocker. Verstehst du? Das zieht Rücken gerade. Ja, irgendwie schon, die sind ein bisschen niedrig. Und außerdem müssen die noch ein kleines Mühe weiter weg, sonst kann ich mich nicht hinsetzen. Also ich finde, ich schätze mal, da ist ein Finger im Po angenehmer. Alter, was ist nur los mit dir, Junge? Wenn du das angenehmer findest. Also im Grunde genommen habe ich ja nichts dagegen, kannst ja. Also eigentlich das definitiv. Also ich will sehen, dass du das machst. Nö. Du kannst ja gewisse Sachen, da kannst du ja bescheißen. Wenn du dir Mühe gibst, kannst du dann im Kreis kacken. Ja. Perverse Schwein! Ja. Immer geformtes Holz holen. Also ich dachte, ihr euch gefällt meine Entspannungstechnik, aber naja gut, dann halt nicht. Mann. So. Ja, die geht wieder. Aber es ist noch Holz da in der Truhe oder im Horni? Geformt. Achso, geformtes Holz. Okay. Wenn du es dann nach einer halben Stunde nicht mehr merkst, ist es geschimpft. Okay, das, was du sagst. Ja. Hm. Dann so. Sag ich doch. Wenn dann nach einer halben Stunde es nicht mehr merkst und die Schmerzen nicht mehr da sind, ist das geschimpft total entspannt. Ja, wenn er abgefallen ist. Und da hast du dann sofort wieder fünf Leute, die absolut genervt sind wegen deiner hohen Stimme. Das mag sein. Und so geht der Kreislauf wieder von vorne los. Genau. Der eine aber nicht, dann wiederum fünf andere. Das ist aber wieder nicht dafür gedacht, einen Kreis zu bilden. Okay. Ach jo, nicht gucken. Bibi, kannst du noch Eisenbahn mitbringen, ganz viele? Halbes Leid. Danke. Genau. Viele, du bist gut. Hier gibt es nur noch 79 Eisenbahn. Das ist alle, ja. Wir haben nicht mehr im Ofen. Nein. Guck mal, im Ofen, da sind noch ein paar tausend. Wieso habe ich einen Schrank direkt daneben gestellt für Barren? Oh, ja, Michael, warum hast du das gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Entschuldigung. Es tut mir leid. Wie viele sind ganz viele? Ganz viele. 1000 oder mehr oder weniger? Ja, 1000 ist gut. 1000. Ja. Was brauche ich denn für die Stufe 2 Wand? Sandmauer. Ziegel. Ach, geformtes Holz, Bruder, ach du Scheiße. Ist noch da, ich habe gerade 50 rausgenommen, aber ist noch. Sehr gut. In der Holzkiste. Oh, wie süß. Fragst. Oh, wie süß. Mein Kater hat sich gerade geputzt und hat sich gerade in die Hinterpfote gebissen. So gezwickt. Wie? Niedlich. Okay. Das sah so niedlich aus. So niedlich. Also, wenn Katzen das machen, ist das also niedlich. Aber wenn man sich selbst mal die Eier lecken will, dann ist das wieder pervers. Wir haben nicht über Eier lecken geredet. Also ein Michael-Schwengel in Wallung? Okay. Hä? Ich dachte, das ist niedlich. Naja. Das hat nichts mit Schwengel zu tun, wenn was niedlich ist. Ja, jetzt also, geht er da. Ja, das kommt jetzt zur Wand.
die Fertigungszeiten dauern ja so eine ganze Ecke länger. Ja. Fertigungszeiten müssten wieder auf dem normalen Standort sein. Mhm. Warum? Ach, nur so. Weil es lange dauert. Oh. Weil da ist auch Chantal. No. Oh. Ach, Bibi hat schon die Eisenbahn ist reingetan, ne? Sehr gut, Bibi. Bibi ist so vorbildlich. Wenn du jetzt die nochmal kurz rausnimmst und wieder reintust, geht's bestimmt schneller. Hab ich gehört. Dem Freund gesagt, ja. Ja, sorry, ja. Also, ich frag ja auch immer für einen Freund. Ja. Ich auch. Ah, sehr gut. Wenn ich ein bisschen, wenn du nämlich hier zum Beispiel so Eisenverstärkung herstellst oder irgendwas, das dauert ja ewig sonst. Jetzt hast du halt alle 2 Sekunden eins oder 3 Sekunden, das geht ja noch. Aber sonst hast du ja 10 Sekunden für ihn so ein Scheißding gebraucht. Fuck! Was denn? Was denn jetzt? Ich hab ein Dreieck gebaut. Verdammte Axt, hab ich eingebaut. Komm nicht mehr raus. Hä? Wo bist du denn? Ich dachte, ich hab viereckig gebaut. Die Tür zugebaut mit. Auf die Mockbahn, die muss man nur immer aufpassen. Das stimmt wohl. Aber auf eine liebevolle Art und Weise. So, Hocker willst du jetzt, ja? Ja! Wunderschemel herstellen. So. Was du schon wieder hier? Raus hier! Nimm das Pferd aus meinem. Aus meiner Gaststätte raus Hans, und zwar alle! Hans, was trinken? Ich glaub's ja nicht. Lustig, dass du das fast so niedrig fandest. Das ist noch der Schemel. Warte, er kann gerade nicht. Muss mal kurz mein Herz hier hinstellen. Ein Schemel. Und halte diese verdammten Schnorrer fern, die klauen uns alles. Wir haben genug da drüben in ihrer Buchte. Komm, Schemel gucken. Komm her. Du hast die einzige Kneipe, Mann. Du hast Monopol hier. Das ist. Das ist doch perfekt. So muss es sein. Ja, sitz ich? Nee. Warum sitze ich nicht? Dann ist er zu nah dran. Was? Ich habe ja auch gerade gesessen. Wo hattest du geformtes Holz hingetan, Bibi? Gibt's da einen geformten Holzstamm? Ja, aber Bibi, du musst ja sehen, du hast keinen Abstandhalter nach vorne, ne? Hm. Ja? Aber jetzt geht's trotzdem nicht. Die setzt sich, also meine setzt sich nie in Richtung der Bar. Und das ist egal, ja nicht stell's einfach Platz. Wieder ran, sieht doch scheiße aus, wenn's so weit ist. Ah, ja. So, dann braucht man noch Tische und Bibi macht die Stühle dazu. Also ein bisschen höher wären die schon geil, aber ich weiß nicht, wie man hier höhere Stühle baut. Nee, lass so. Ist ich glaub, schon okay. Das geht gar nicht. Eckiger Schemel, ich bin kein Schemel, ich bin Tisch. Na toll, hast du jetzt auch Schemel gelernt oder was? Keine Ahnung, weil ich ja kein Lechtschemel, Futtertrog. Den ich ja nicht lernen brauchen extra, wenn du es auch gemacht hast. Keine Ahnung, war irgendwo mit drin, ja. Will er nur einen Tisch? Ich will einen Werkfang einen Schmied einstecken, ey. Wo ist denn jetzt hier der Tisch? Egal, hä? Muss irgendwo einen verdammten Tisch geben? Gib doch einfach bei der Suche oben Stuhl ein. Oh. Oder spielst du wieder mit Controller? Mit Controller. Ja, geht das irgendwie schlecht, ne? Da fehlt das irgendwie bei dir, ne? Manchmal. Da kann man das nicht eingeben, ja. Mm, das ist halt doof. Also, es gibt auch Stühle, aber die haben halt alle eine Lehne. Das sieht, glaube ich, an der Bar nicht so gut aus. Nee, das soll ja nicht in die Bar dann, das soll ja dann... Die Stühle meine ich doch jetzt für die Bar. Ich weiß. Der spielt mit Controller, da fehlt halt immer mal was, ne? Ja. Man kann halt nicht alles haben, ne? Das ist halt so. Tja, das ist... Was willst du machen, ne? Ah, was willst du tun? So, aber ich werde euch jetzt erstmal wieder verlassen, weil... dachte ich den ganzen Tag... umgewürcht hab und gerade gleich lernen. Wirst du was bitte? Nicht, du warst kultivieren. Achso, du gehst hier mal nach 3 Wochen duschen. Mich kultivieren. Du hast den ganzen Tag gearbeitet? Ja. Heute Sonntag? Das kennt man gar nicht von TH, oder? Das ist 4 Stunden, das ist klar. Das ist beim
Privatgrundstück mit viel zu tun. Abzu kommt das mal vor. Was? Dass Sonntag ist? Man arbeitet. Also es kommt arbeiten. Alle 6 Tage kommt das vor. Sonntag ist. Sonntag ist, ja. Genau. Also manchmal, sozusagen. Ein Privatgrundstück. Mein Herr Vater hat ein Privatgrundstück. Ja, die große Ranch, weißt du doch? Der hat Nebengebäude das Dach runtergerissen. Weil er da was anderes hinbauen will. Da haben wir ganz doch das abgedacht, sozusagen. Aber es ist Sonntag. Ja, aber sonst haben wir ja keine Zeit. Ich bin die ganze Woche arbeiten bis Sonntag. Alle anderen sind auch arbeiten bis Sonntag. Aber es ist Sonntag? Ich würde sagen, was verstehst du daran nicht? Aber es ist Sonntag. Ja, auf dem Land ist Sonntag nicht unbedingt Sonntag. Du weißt, dass wir es jetzt noch ein bisschen in die Unendlichkeit führen können. Aber es ist Sonntag. Ich sag, der einzige Gott, an den ich glaube, redet gerade mit euch. Also habe ich ja theoretisch recht. Das ist aber nett, das Recht Sonntag. Am Sonntag so. Ne? Deswegen. Verstehst du? Nur bla bla. Grenzt, oder? Hängst du schon wieder an der Decke rum? Möpst du raus, glücklich sein. Oh. Ne? War nur für mich, oder? Was? Da hing ich schon direkt vor dir und du rennst einfach weg. Na, ich bin hier gerade beschäftigt, wie du siehst. Ich will heute mal öffnen. War das jetzt hier zu Hause oder am Rechner? Sowohl als auch. Sowohl als auch. So. Alles klar. Da müssen noch Stühle dran. Gut, ich muss weg, bis später. Bis dann. Ich muss weg. Wo müssen die Stühle ran? Na, an den Tisch, der da steht. Jetzt aber Stühle. Ja, richtige Stühle. Soll man ja essen. Stühle, schwuppdidei. Stühle, schwappdidu. Was hörst du, Leo? Und hier auch. An, sie sollen nicht zu pompös wirken. Nein. Mir gerade das aquilonische Zeug und so angeguckt. So. Mit oder ohne Lehne? Mit Lehne natürlich. Also an der Seite meine ich. Achso, ne, an der Seite nicht. So edel nur nicht. Armlehne meinst du? Also, ja, das meinte ich. Danke. Armlehne nicht, danke. So, das hier hinten ist die Küche, ja? Stell dir mal einen für die Qualitätskontrolle hin. Danke. Warte. Oh, ich sehe gerade erstmal gar nichts. Bisschen dunkel hier. Wenn ich mal irgendwas sehen würde, wäre es einfacher. Na, perfekt. Genau so was brauche ich. Genau in die Mitte gestellt habe. Na, nicht weiter außen, der ist gut. Wieder schräg der Tisch, warte mal, den mache ich auch gerade. Ja, noch hier hinten an der Bar ist auf jeden Fall ultra dunkel, wenn die Sonne weg ist. Na, macht ja nichts. Ein bisschen. Verschwächt sein. Na, das ist mit der Ansicht hier aber. Zu weit weg, oder? Ja, ist mal klar. Bisschen Glücksspiel hier. Ein glückliches Spiel. Das wollte ich nicht viel. Oder so. Ist doch lustig. War schwer einzuschätzen, wie hier irgendwas steht. Ja, das ist nicht so einfach. Das macht viel Arbeit, es auszurichten.
Ja, ich muss gleich nochmal die Schüler umstellen. So, das können wir so lassen. Ach du Scheiße. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Kohlepfanne. Ich muss dringend mal den Fuß ablegen. Ach, da ist ein Typ. Ey, lass den Pier in Ruhe, du Arschloch. Die sind Fackeln, die sind Fackeln. Coole Pfannen sehen scheiße aus. Es gefällt mir nicht. Ne, ja, genau. Hier draußen ist wieder, schwirren wieder ein paar Leute rum, ne? Ja, wir sind da drin. Ne, nee, dass die bei euch wieder am Haus irgendwas auch kaputt machen. Hä? Nee. Achso. Ha! Normalfall würde die Decke jetzt abfackeln. Hä? Normalfall würde die Decke jetzt voll abfackeln. Nicht, wenn man es mit so edlen Holz gebaut hat, wie ich das. Das ist lustig, wenn man im Galopp unterwegs ist und dann um eine Kurve reitet, das mal. So ein bisschen wie Sliden. Driftet, ja. Jo, Kamin ist auch schon da. Hä, wo ist denn hier? Hier soll irgendwer rumschauen. Am schönen romantischen Pier traf ich dich um 3:30. Und trank mit dir ein zuckersüßes Bier. Nachts um 3:30. So. Ich hin. Salut. Ach, ist schon direkt heimelig. Heimelig. Oder nicht? Der fette Türsteher steht auch schon da. Der fette Türsteher mit dem Mund in der Monika ist dort, wo einst was geschah. Lalala. Oh, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Stühle baut Bibi noch. Dann baue ich schon mal ein bisschen Geschirr. Sehe ich ja auch was. Gern geschehen. Ja, hier die Herstellungswarteschlange zugespammt. Spam, Spam, Spam. Sind nicht noch Kelche? Ach, hier. Weißt du, wozu ich so viel Eisen brauchte? Ein Suff? Weiß gar nicht, was das jetzt so...
Ich weiß gar nicht, warum schon wieder so viel Schärfe drin ist. Genau. Und ich meine, der es versteht. Der Junge. Mit der Mundharmonika. Kam schon zu Lebzeiten nicht wirklich klar. Nein, ist noch ein. Weg. Na 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 na. Aha, yeah. Jetzt halt die Kresse. Halt die Kresse. Was? Wer ist denn das? Denke drüber nach und schweige kurz, um es zu verinnerlichen. So. Ach, scheiße. Kann man das nicht drehen? Was ist das für Mist? Ich sehe mir eigentlich ein Regal mitten im Weg. Ja, weil es eigentlich hier an der Wand war, aber ich kann es gerade nicht mehr drehen. Aus irgendwelchen Gründen. Also steht mitten im Raum? Ja, ich versuch's zu drehen. Soll ich irgendwie dir helfen? Na, geht nicht, mach da nicht. Nee, was der jetzt für ein Problem hat hier. Mal in mein Inventar legen, das Regal? Ja, bitte. Mann, diese Steuerung, das nervt. Warum ist es jetzt auch da? Kann ich das denn jetzt nicht drehen? Doch, wo hättest du es denn gern? Hinter der Theke. Macht aber nicht. Hier macht das. Sehr interessant. Hinter der Theke. Eieieiei. Zwischen die Fackel? Ja, so ein bisschen so. Setzt du gerade ganz hinten an? Warte mal kurz. Na, an der Wand halt. Passt nicht genau zwischen die Fackeln. Ja, dann mach's einfach davor, ist egal. Ob's da das Regal. Wenn's nicht so leer aussieht. So, du willst nur das eine machen, na, dann muss es ja weiter in die Mitte. Achso, da ist ja das Fett schon. Was denn? Es ist nicht richtig hin. Und etwas perfektionistisch. Ein bisschen rum jetzt, ja. Sollen jetzt draußen auch noch so eine Stühle hin? Genau die gleichen. Ja, und Tische. Muss alles schön mit Tischen voll sein. Und Krüge brauchen wir. Ganz viele Krüge. Ja, klar, dass das ein Haufen geformtes Holz braucht. Egal. Ihr wolltet eine Bar, ihr kriegt eine Bar. Ich will auf Erkundungstour gehen. Ich will die Welt sehen. Und nicht von Löwen umbringen lassen. Ja. Immer aufs Böse, Michael. Weißt du, immer aufs Böse. Ich sag's ja nur. Weil ich ja alleine vielleicht ein bisschen schwer das Spiel. Ja, auch draußen auch voll die pompösen Stühle hinstellen. Nicht. Klauen die bloß. Fleischweine hier in der Gegend. Ich weiß doch, wie es läuft. Haben wir eigentlich irgendwo noch Trophäen? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja nicht mal eine Trophäenhalle oder sowas. Nö. Vor allem kann ich jetzt hier in meiner Bar nichts aufhängen. Das ist ja echt doof, stimmt. Haben wir überhaupt keine Trophäen? Ich weiß nicht, ob mal ein paar Köpfe, wenn ich irgendwo rumliegen haben.
gleich mal gucken. Weil ohne Trophäen ist das ja hier chinlos. Ich wusste es, Bibi, siehst du? Da hast es. Was? Ich habe Bibi gefragt, was sie dir zum Geburtstag geschenkt hat. Da kommen oft teuren Gin. Da habe ich gesagt, oh, da wird das ja wieder in den nächsten Tagen wieder inflationär benutzt. Das ist ja auch chinig, oder? Aber voll. Siehst du? Oder genierst du dich in deinem Stream dafür, dass ich das aufnehme? Wieso willst du, ja? Tisch. Tisch. Hab schon mal gedeckt. Hier gibt's auch Fasstische, weißt du das? Fasstische, mein Gott. Ja, die können wir oben auf die Terrasse stellen, bitte. Jetzt willst du aber erstmal unten was. Genau. Wie gesagt, ich habe genaue Vorstellungen, wie mein Restaurant auszusehen. Sethitische Kultstatuen gibt's. Und wenn's, nee, ich brauch noch wen. Und wenn's nicht läuft, schicken wir Frank Rosin vorbei. Ja, aber mein Restaurant lief das letzte Mal auch wunderbar. Ja, das war ja mitten in der Großstadt, in der City. Kann ich das jetzt hier nicht hinstellen? Was ist das für ein Kack? Kein Kontakt mit Boden? Das? Falsche gebaut? Scheiße. Schönes Eisen verschwendet. Hier jetzt hier gebaut? Eisenschüssel. Na klasse. So, ich bin mal kurz weg, kurze Pause und dann ist es ja schon, ne? Wie spät haben wir's? Frau Sturm, meinst du? Ja, es ist um 8, also ich denke mal so halb müsste der. Wenn sie jetzt nicht durch Markus seinen Tag machen, irgendwas verhauen hat. Ich hoffe mal nie. Geht ja von Realzeit aus. Da hat er allerdings TH letztes Mal gesagt, dass da nichts passiert. Hätte er das ja auch. Aber du wählst bei unserem Glück, ne? Ich hab da immer ein bisschen Bammel. Gut. Bin dann gleich wieder da, ne? Hallo. Bis gleich. Pause aus meinem Stream. Oh Mann, was hier nicht hinsetzen? Was ist das für ein Kack? Ja. Toll, du hast andere Tische gebaut als ich. Wieso? Ich meine doch, dass du dazu in der Lage bist, andere Tische zu bauen. Keine Ahnung. Irgendwas gebaut? Na, weil die andere Beine haben. So, egal, dann stehen draußen halt andere Tische, umso besser. Bisschen Abwechslung. Na, aber du hast ja draußen schon einen Tisch hingebaut. Jetzt stehen da zwei verschiedene Tische. Das macht auch nichts. Ich kann aber auch nur den einen Tisch bauen. Ich hab doch gerade hier Tische. So. Egal, dann baust du halt den Tisch da außen hin. Das ist doch egal, das ist ja auch egal. Einpacken. Soll ja rustikal sein. Wir haben da nichts. Naja, da passen meine Stühle aber nur so mäßig ran. Der ist ein bisschen schmaler, der Tisch. Machen wir vielleicht doch mal. Ja, ich eis ein bisschen kuscheliger, ein bisschen muckeliger. Muckelig? Muckelig? Das geht schon. Ich kann jetzt hier schon wieder nicht bauen, oh, das nervt doch. Manchmal. Hier baust du den Weg hin. Ungültige Gebäudeplatzierung beim Teller auf dem Tisch. Das ist dumm. Du kannst ja nicht einfach rumtellern, wie du willst. So. Bin das eingedeckt.
Ist ja gar nicht, wie du hier draußen, wie viele Tische du hier wie wo willst. Halt, nachdem du sagtest, du hast ganz genaue Vorstellungen, wie das alles aussehen soll, kann ich ja nicht einfach hier drauf losbauen. Auch keins, ja. Nur, dass man noch durchlaufen kann durch den Eingang. Sollte dann wieder einer draußen schlafen, damit das Katapult nicht verschwindet. Das sieht gut aus. Genau, also wir brauchen hier zwei Tische, hier kommt einer hin und hier kommen auch noch zwei Tische. Danach was. Guck mal, sieht das nicht muckelig heimelig aus hier drin? Warte. Wunderschön. Mach schon mal das Schild draußen dran. Sehr muckelig, nur dass der eine Becher hier ein bisschen komisch steht. Ja, den kannst du noch rücken. Ich weiß, die sind nicht so gut gelungen. Ansonsten sehr muckelig. Legst du viel Wert auf Symmetrie? Nein. Gut, sonst hätte ich den jetzt noch ein bisschen schieben müssen. Oder schreibt er gar nicht? Das Nashorn steht. Ich weiß nicht, wo der andere Tisch steht. Ein Eichhorn ist im Weg. So, wo steht denn das hier? Was wäre da drauf? Was wäre hier drauf? Die Schilder hängen. Unsinn sein. Kann schon wieder nur Unsinn sein. Unsinn quasi. Stimmt, da passt das ja auch. Guck an die Tür. B und B. Ja, Bandi und Bibi. So, Stühle stehen, Tische stehen. Sehr gut. Jetzt muss da Geschirr drauf. Kann ich nicht. Doch, du musst drinnen bloß Teller und Becher machen. Ja, kann ich bestimmt nicht.
Dann mache ich dir welche und du verteilst sie. Warte, komm zurück. Kann ich nicht. Du musst aber ein bisschen mischen zwischen normalen Tellern und Suppenteller. Mit einem Krug kannst du auch mal in der Mitte stehen. Aquilionisches Zeug? Ne. Oh, hast du alles drin? Hast du auch Karaffen auf die Tische gestellt? Nein, habe ich noch nicht. Hier gibt es auch Trinkhörner übrigens. Wollte nicht. Weiß nicht. Ja, nicht im Mittelalter. Kannst du hier rausnehmen? Kannen? Hast du hier Kannen mit hingestellt? Ja. So, du platzierst gerade schon Krüge. Ich habe gerade extra welche mitgenommen. Draußen musst du machen. Ja, für draußen sind die. Boah, ich habe nur normale Teller, ne? Weil du jetzt gesagt hast, ich soll die Teller mischen. Na, einen Suppenteller. Nee, da waren nur ganz normale Teller drin. Nein, da sind auch Suppenteller halt drin. Die vier Teller sind da auch. Da oben. Und ein Tisch muss noch in die Mitte. Sag dir doch, ich habe klare Vorstellungen. Ah, da wird das Holz aber für die Stühle nicht mehr reichen. Als du noch Geschirr brauchst, im Regal steht auch noch ein bisschen was. Reicht aber nur noch für einen Stuhl. So. Brauchst du noch Holz? Geformtes. Achso, da habe ich keins. Noch 12 Stück für die 3 Stühle. Ich gehe dir welches holen. So, Leute, wir müssen jetzt langsam... Geht nicht. Die Bar öffnet gleich. Was? Wir können dann auch einen trinken, wenn wir die Rache vollendet haben. Aber hier ist kein Sturm. Ja, der kommt doch gleich. Hat er das jetzt freigegeben? Ja. Na dann, Bibi, gehen wir erstmal hoch. Obwohl, den Tisch, den bauen wir noch schnell hin. Los. Ich hole mal geformtes Holz. Na, den Tisch habe ich. Reicht nur nicht für die Stühle. Warte, ich. 12 Stück brauchst du, ja? Ja. Nur wegen der Stühle. Damit wir das noch fertig machen können. Das ist nämlich unten schon mal fertig. So. Mach mich da schon mal rüber. Wie spät ist denn? Bitte? Wie spät ist denn? 14, 20 Uhr 14, also müsste es jetzt. Ach, was sind das hier wieder? Da können wir auch noch eine Dachterrasse eigentlich draufsetzen dann. Würde die verschiedenen Teller aber also auf, Tisch, auf verschiedene Tische verteilen oder nicht auf einem selben Tisch? Doch, gibt ja Leute, die Suppe essen und Leute, die keine Suppe essen. So, hier ist dein gefundenes Holz. Ganz wieder her, sorry, Frieda, hätte man nicht nehmen können, aber. Perfektionistisch. Ich muss ja mal, wenn die Rache gelungen ist, kommen wir ja dann weh. Bei euch in der Kneipe eintrinken gehen. Ja, die Bar ist da eröffnet. Das ist ein Feuerchen prasselt. Ja, das klingt doch gemütlich. Klingt ein Kamin. Das klingt doch gemütlich, das klingt doch. Wird dir gefallen. Hat auch einen ganz besonderen Namen. Okay. Lustschenke? Nein. Nach meinem geplanten Restaurant. Nach deinem geplanten Restaurant. Das kannst du nicht wissen. Nee. Du planst ein Restaurant. I have a dream. You have a dream. I have a dream.
das geformte Holz noch aufheben. Ansonsten bauen wir hier später weiter. Jetzt bau den Tisch noch schnell dahin und decken und dann haben wir es fertig. Hast du gerade das Glas umgeschmissen? Nein. Wo soll denn hier dein Tisch hin? Na, in die Mitte. Links oder was? Ja, yep. Hierhin. Hierhin soll der. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Nein. Geh ja. Da weg, sonst kann ich den nicht bauen. Sehr gut. Ja, Hülle dran. Frieden. Ja. Oder, ne. Man stirbt nach links. Es geht los, geht los! Oh, es geht los. Hilfe! Hoch, wir müssen hoch! Los! Scheiße, wir sind nicht auf dem Posten. Hat ja keine Ahnung, dass das wirklich klappt. Pass auf, da ist ein verfluchter Camper. Oh, fuck. Hast du deinen Nashorn zurückgelassen? Ja, der macht das schon. Was hast du gesagt? Da hätte ich meinen Bagheera zurückgelassen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das wirklich geht. Natürlich habe ich das erwartet. Bibi, ans Geschütz! Er ist schon auf dem Weg. Die Kacke ist mächtig am Dampfen. Ist schon was zu sehen? Nee. Warum bist du so entspannt? Ja, ich? Ja. Ich warte ab. Die Itzekatze hängt irgendwo fest. Ich höre nichts. Hat das. Immer noch nicht? Höre, es knallt. Oh oh. Bin noch nicht oben? Oh, ich höre was, aber nicht in der Mitte. Mach keinen Scheiß. Bin noch nicht oben. Baby auch nicht. Oh fuck, der ist nicht in der Mitte. Scheiße, der ist an meinem Gebäude, der Drecksack. Wo? Wie? Was? Dann lock ihn in die Mitte. Oh fuck, ich wusste es, der ist an der anderen Seite von meinem Gebäude. Dann lock ihn rein. Das sind noch mehrere, die kommen alle auf ja. Die... Lock sie rein, warte, ich bin gleich oben. Kann er jetzt nicht dein Ernst sein? Ich wollte gerade sagen, es bringt aber nichts, wenn du oben bist, wenn die ganz woanders. Lock sie in die Mitte. Sind. Fuck. Waren die gerade alles breit? Nee, der kommt vorgelogen. Warum macht denn der das andere nicht breit? Das ist scheiße, weil er eben Fortsch eingestellt ist. Der hängt bei mir am. Ist Max noch da? Ja, ich bin da. So. Bist du im Spiel? Nein, leider nicht. Oder draußen ist auch noch so ein Riesenvieh. Was ist denn das? Mensch, er lockt die jetzt doch in die Mitte. Nachdem es abgedatet hat, lief das Ding 5 Sekunden. Fuck. Bin gleich da. Warte mal, erzählt, dass du gleich oben bist. Ja, jetzt bin ich oben. Lock sie in die Mitte. Scheiße, falsche Seite. Wie sieht's aus bei dir? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich bin oben. Kann losgehen. Gib mir was. Sag mir was. Warte. Nein! Nimm den runter! Was denn jetzt? Du kannst aber Gera nicht hier hochnehmen. Ich bin gar nicht oben und ich sehe den nicht. Das ist das Problem. Was zur Hölle ist das denn? Was ist jetzt? Komm mal jetzt. Glocken in der Mitte. Komm rein. Ja, der ist in der Mitte. Alter. Fliegt. Oh. Fliegt. Ich häng hier fest. Ich komm nicht nachgeladen. Hin. Was ist für eine Kacke? Warum hängst du fest? Hab ich getroffen? Nee. Michael, los durch die Starre. Das müsste so groß sein, dass es Schaden kriegt durch die Löcher. Halt's in der Mitte! Weiter Schuss! Kommt! Oh. Wo ist hin? Ja, du hast ja die Dinger übelst verstellt. Wer hat die Dinger verstellt? Na, ist doch so. Gar nicht mehr parallel hier.
Ja, Bagheera hat das wahrscheinlich gemacht, weil er gerade hier oben war. Der rennt immer noch hinter dir her. Ja, ich krieg den nicht abgestellt. Ich sehe den nicht mal mehr. So. Wo sind die jetzt hingeflogen? Michael? Ja? Wo sind die jetzt hingeflogen? Nicht ganz in der Mitte. Welcher nicht? Ich weiß es nicht, ich muss von dem Vieh gerade hier wegrennen. Ich halte es in der Mitte. Na, ich glaube, der linke ist verstellt. Der müsste, glaube ich, weiter vor. Ja, dann mit dem rechten feuern. Feuern, 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 komm. Wie sieht's jetzt aus? Feuer! Ich weiß noch gar nicht, ob es ankommt. Kommt an? Ist der rechte verstellt. Das ist ticken zu weit. Kommt aber nach an. Was? Bitte? Nach was zu weit? Ins Kürzer. Na, das kriegt man nicht hin. Das funktioniert nicht. So, anderen abfeuern. Die waren zu lang. Oh, dann der nächste. Komm. Ich glaube, das ist zu weit links jetzt. Oder zu weit rechts, oder ich weiß auch nicht. Oh, der sieht gerade immer so verkehrt aus. Wie sieht's aus? 90%ige Prüfung. Warte, ich locken hier hoch. Ja, ja, warte. Schieß. Der war gut. Ich habe jetzt nicht gesehen. Ich locken hier, dass er festhängt. Feuer. Komm her. Hast du hier die Höhe verstellt, oder? Nö. Was machen wir jetzt noch? Ja. Na, komm mal eh nicht. Haben wir das letzte Mal schon probiert. Wie die sind zu aus? Weit. Kürzer müssen sie, kürzer. Der geht aber nicht kürzer. Na doch, hoch oder runter. Ich weiß gar nicht, was ins hoch. Gut, wir machen mal 50 hier. Los geht's. Feuer! Na, das muss ja erstmal laden. Feuer! Geht nicht. Jetzt wieder im Plan, dass wir immer wechseln. Wie sieht's jetzt aus? Wechseln. Seh nicht. Oh, der ist genau mittig gekommen, hat ihn aber nie getroffen. Perfekt. Gut, dann sind wir hier richtig. Nachladen. Und ab geht er. Wie ist denn der Wurm hier hochgekommen? Blödes Wurm. Wie sieht's aus? Warte, ich muss gerade mich an nur mit dem Wurm kümmern. Ich glaub, der trifft einfach gar nichts von dem, was wir feuern. Nee, sonst würde sowas anzeigen. Wir brauchen nur 12 Minuten, 4 Gigabyte. Wir treffen einfach nichts mit den Katapulten. Ja, dann würde ich sagen, lasst sein und kommt runter. Oder geht runter. Feuer! Easy, nur wenn wir nicht treffen. Andere Seite. Wir treffen schon was. Michael, wie sieht's denn aus? Wir brauchen mal einen Lagebericht. Ich muss hier auf Würmchen aufpassen. Da kommt's, warte. Du hässlicher Darmwurm, verschwinde. Er sah nicht schlecht aus. Aber nie getroffen. Wo hat's jetzt geknallt? Ach doch, du hast einen Würmwurm hast du getötet. Sehr gut. Wo war das jetzt? Aber das war ein Stück weiter links. Wo ist denn der Arsch? Ey, da hinten draußen. Ach, weil da die Dings. Ist jetzt in der Mitte oder sollen wir erstmal aufhören mit Schießen oder was ist? Ja, mach doch die Karte auf, da siehst du es. Einer ist so ein bisschen, aber. Ich hol ihn wieder in der Mitte zurück. Ich hol wieder jetzt. Ist er wieder in der Mitte. Oh, fuck. Nachladen. Na, du musst nachladen, nicht ich. Feuer! Da ist das Mistvieh! Ja, muss erstmal geladen werden. Da ist so ein Höllenvieh! Ich hab's, es ist da! Da ist es so ein Arsch! Oh, der ist auch bald tot! Bringt dich um! Das ist für Dings! Das ist dieses Mistvieh! Nee, er hat nochmal kurz das Geschütz nach und dann machen wir hier Dauerfeuer. Ist der in der Mitte oder wo ist er jetzt? Ja, ich hab die jetzt alle in der Mitte ge. Sehr gut, dann kommt jetzt hier Dauerfeuer. Los, Bibi, das Geschütz und ab geht er! Feuer! Ganz ja, Würmchen. Du kannst nicht immer Feuer brüllen, wenn du gerade noch nachlädst. Feuer! Alter, was ist das? Alter. Feuer! Oh, die gehen irgendwie zu weit, oder? Oh nee.
Warte, wir können jetzt kurz nochmal. So, jetzt probieren wir es nochmal. Wir wollen nicht schlecht schon. Und oh, Feuer ab. Das sah nicht schlecht aus, das war fast erwischt. Er ist geladen hier. Ne, der ging wieder weiter daneben. Okay. Oh, der sah gut aus. Der hat gesessen. Der ist schon geladen, ja. Die wollten jetzt zu euch kommen. Achso, Mist. Ja. Oh, jetzt gut. So, gut, kann losgehen. Würmchen. Ja, ich seh's doch. Würmchen. Ich habe Augen im Kopf. Ja, gut. Aua. Au. Wir schießen aus allen Rohren. Ja, hau. Die letzte ging zum... Aber die Explosion, die machen die Würmer schnell tot. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Oh ja, der war gut. Der hat geschrien. Sehr gut. Wö? Noch ein Würmchen. Hier sind überall Würmchen. Ja, wir machen gerade Dauerfeuer. Ja, das sah gut aus. Ja. Wir lassen Feuer auf sie regnen. Alter, das knallt hier. Action pur. Ja. Ja, Alter, das ist geil hier. Das knallt überall. Nachladen. Aber der heilt sich aber wieder, dieses Mistvieh. Musst du den direkt erwischen? Wahrscheinlich. Oh Mann, nervt er nicht. Alter, wie geil ist das? So, letzte Runde jetzt hier. Der linke ist leer. Ja. Ist der Dings tot? Den habt ihr lieber erwischt. Oder? Ah, ne, der läuft auch noch rum. Ansonsten, wenn das letzte ist, kommt runter, dann tun wir die mal. Ja, wir haben noch ein bisschen. Bisschen was haben wir noch. Okay. Das sieht doch aus. Alter, sieht ja cool aus. Ja, fast. So, den Blatt. Die Fall hab ich jetzt mal so gemacht. Alter, was macht denn der? Das war knapp daneben, aber fast. Alter, das knallt hier. Lustig, ich hab nicht mal eine Ahnung, was zum Henker wir eigentlich gerade bekämpfen. Egal, lustige Viecher. Halt sich schön in der Mitte. Ja, ich renn hier auf diesen Holzgebäuden rum. Zum Glück können die mich nicht erreichen und schicken bloß manchmal Würmer hier hoch. Oh ja, da sind schlechter. Ich warte mal auf einen Direct-Hit, brauchst du glaube bei Missvieh. Alter, immer fast Direct-Hit, knapp daneben. Oh, schon wieder fast genau dann getroffen. Willst du was sagen? Bitte? 5 Minuten brauche ich noch. Bis dahin ist der Sturm vorbei, glaube ich. Ich würde gerade sagen, das könnte sein, ja. Wenn du wissen willst, gegen was du ankämpfst, wir waren doch oben in der neuen Gegend. Sei das ja alles, oder? Den, ja. Haben wir mit dem Tempel gegen das komische Tentakel-Tier gekämpft. Ja. Genau das ist das. Und dieser komische Höllentyp war auch wieder da. Und die letzten 2 Schuss. Und der letzte. Das war's. Ja, aber nicht. Der dann kommt runter. Achso, nee, noch ist er da. Dann erledigen wir den so. Also, wenn ihr den abguckt.
Da haben wir jetzt noch keine allzu gute Variante. Seid ihr on the run? Ja. Wann denn hier springt? Achso, ja. Warte, wenn es dunkel ist, sieht man nicht mal, wo die Wand ist. Das ist ja ungünstig. Hä? Ja. Hab ich gerade überholt. Ich darf nicht sterben, sonst ist mein Barrierer irgendwo festgepackt. Ah, oh, scheiße. Was ist denn jetzt? Dude. Hat nicht mehr abgefangen. Er wollte nicht mehr abfangen gerade. Er hat manchmal so eine Anwandlung. Das ist der Nachteil von der Abnutzung. Ah, sie ist ein wenig risikobeladen. Wird gerade irgendwie hin. Hallo. Was macht der? Ich halte ihn dabei noch so warm, Alter. Haben wir auch noch menschliche Begleiter? Hast du überhaupt einen Begleiter dabei jetzt? Ich nicht, ne? Ja, er verschwindet, der Sturm ist vorbei. Achso. Dann war's das. Aber wir haben trotzdem Rache genommen. Wir haben ihm alles gegeben, was man geben konnte. Ja, das Vieh ist aber abgehauen. Das ist ja egal, ja. Wir haben es trotzdem schwer verletzt. Es hat überlebt. Ist egal. Jetzt heul leise. Wir machen das jetzt nicht nochmal. Aber die Würmer sind da. Alle. Wir haben ein paar Mal getroffen, das muss reichen. Aber umbringen, ich will es nochmal umbringen, das ist viel. Das wird aber so nicht klappen. Und klar, da kämpfen wir halt. Die Würmer bleiben. Ist das war's jetzt oder du bleibst noch, brauchst noch Hilfe? Was ist denn jetzt was? Ja, ihr könnt ja die Würmer noch umbringen hier. Damit ihr ein bisschen was von habt. Jo, und dann ist Feierabend. Naja, das war eine kleine Rache, aber da baut man, wenn wir nicht so viel brauchen, oder was, kann man das Ding hochstellen? Oder wir müssen beim nächsten Mal diese Gebäude-Initialisierungsteil hochstellen. Nein. Auf 250. Wir gehen jetzt in die Bar, feiern unseren Sieg und gut ist. Achso, ich bin gerade auf dem Weg, Würmer Platz zu machen. Ja, ich auch. Und danach gehen wir in die Bar, feiern unseren Sieg und gut ist. Ja, ja, ich meine bloß, oh Gott, der ist tot, okay. Wir haben nichts zerstört, wir haben sie zurückgeschlagen, was will man mehr? Bist du nicht den Tod von... Sind die jetzt alle tot? Warum sind die gestorben? Bin ich jetzt ernsthaft extra dahin, damit da nichts mehr ist? Kannst looten. Sag mal kurz pinkeln vorher. Scheiße, den sieht man hier nicht. Das Mistvieh war das hier. Ah, hier. Ich glaube, der Große hier, der hat uns letztens alles kaputt gemacht. Der liegt gerade zwischen Würmern. Was genau brauchen wir denn davon? Wisst ihr, deswegen... Ich habe keine Ahnung, ich bin dieser Loot King, da musst du morgens fragen. Ich glaube, der nimmt immer einfach alles mit. Was ist das denn? Magensack. Wie kann man denn mit dem Magensack anfangen? Nicht rechts klicken. Nicht essen. Nicht rechts klicken. Also, ich glaube, wenn es das ist, was ich denke, müsste es ein Giftgeutel sein. Du hast hier Lebensmittelvergiftung 1 per Minute. Und Blutsack bei dem Großen. Ja, da ist, glaube ich, irgendein Kram drin. Das ist nicht die Rohasche, lasse ich mal liegen. Wir haben irgendwie, glaube ich, Rohasche. Ja, in einem Schlüssel. Was man groß braucht. Wo muss ich hin? Ja, hier um das Holzding rum. So weit alles weg. Was? Schwarze Kerzen. Dann gehe ich jetzt in die Kerzen Bar. Drin. Macht's gut. Das Looten. Aber was ist? Na, hier ist doch schon alles weg, oder? Ich habe das geguckt. Ich weiß nicht. Auf euch wartet ein kühler Met. Achso, hier oben ist noch ein bisschen was. Ich nehme jetzt die Rohrasche, lasse ich liegen und nehme nur Schwefel, Dämonenblut und schwarzes Eis mit. Ja, aber wissen Sie, zu was kann man die Säcke als Gift nehmen? Ich nehme sie mal mit.
noch die Rohrasche mitnehmen, wenn du willst. Den Magensack, wenn wir Rohrasche genug haben, das ist ja nicht so schlimm. Aber vielleicht kann man Giftzeug draus machen. Mal mitnehmen, alles looten. Alles schön einpacken. Loot, 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 tut so gut. Will sie auch noch jemand, will noch jemand das Fleisch von den Viechern mitnehmen? Was hier denn, wenn ich die heute? Abgründiges Auge gibt es da. Oh, cool, probier mal. Und das große Vieh, also dieser Höllentyp. Haben wir die alle mit den Dingern kaputt gemacht? Nee, da musst du Direct Hit machen irgendwie. Er gibt, hey! Macht Dings da. Sehr gut. Geil. Ein instabiler Schnullwumms. Oh, ich will das Vieh nochmal umbringen, irgendwie. Aber da müssen wir mal die Dings hochstellen, ob. Das wird noch ein bisschen dauern. 100 oder so. Was auch immer man mit abgründigen Augen macht. Abgrundtief böse gucken. Ich warte mal. So, komm, wir gehen, was trinken. Na los, komm. Genug gekämpft für heute und gebaut. Machen wir Feierabend. Jetzt müssen wir eine Straße bauen hier. Was ist denn hier? Hier sind irgendwelche, das sind weiße. Die haben Schwefel. Komm, sag mal mit ein. Ja, na, das sammle ich doch schon die ganze Zeit ein. Das sind die Viecher, die da drüben auch überall rumlagen. Das sind ja die Würmer. Ne, die sind weiß. Ach ne, die sind verkehrt rum, oder? Weil die sind da weiß. Die anderen waren rot. Die anderen waren genauso. Ja, die waren rot. Oder sah das nur so aus durchs Licht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt abgründige Reißzähne und abgründige Augen. Glubschi kann man vielleicht gebrauchen zu irgendwas. Bist denn du? Oh, ich habe hier gerade noch einen gefunden. Ach so. Und man kann auch mit Fleisch aus ihnen raushauen. Was hast denn du da gerade gemacht? Was machst du da? Ich? Ja. Spinneärger. Hey. Achso. Ne? Oh, jetzt muss ich erstmal das Gebäude wieder laden. Na, na, na. Hier können wir eine Straße hinmachen. Na, hier können wir nur so ein kleines Vorstadt machen, so, weißt du? So, vor der Burg quasi. Zum Surfen geht, ist er wieder ganz vorne dabei hier. Hab in die Kneipe, die hat einen Höf gemacht. Oh. Alles zum halben Preis. Was ist denn da los hier? Da rammelt ein Horni in der Echse. Ich bin jetzt nicht drin. Erklärt das schon. Okay. Schon tot. Magierer Das ist ein Mächtiger? Wache davor. Nee. Was? Mächtiger Leopard oder was ist das? Achso, also mein Panther. Ja, mein Panther. Und der Leopard, den ich dir gegeben habe, den du verramscht hast, der war auch mächtig, ja. Hast du schon mit bestellt? Er noch nicht fertig draußen. Ja, hallo. Grüße. Macht's euch gemütlich. Mit dem will ich nicht reden. Hey, ist die ja, warte, ich lass dich. Ich lass dich. Ja, also rum. Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr aufstehen. Doch, einfach nach vorne drücken. Nee, geht nicht. Ich häng fest, ich kann nicht mehr aufstehen. Geht nicht.
Warte da. In der Kneipe. Genau, dann ich einen Knüppel in der Hand nehmen. Guck mal, jetzt habe ich einen Knüppel in der Hand und sitze trotzdem wieder. Morgen sitzt du meistens, wenn man Knüppel in der Hand hat. Wenn man Knüppel in der Hand hat. Jolo, da ist ein Fuß raus. Jetzt hast du einen Fuß in der Hand. Jetzt in der Hand. Aua! Aber das Geile ist, ich kann trotzdem. Alles zerlegt, ich kann trotzdem nicht aufstehen. Dann musst du mal aufstehen und springen. Geht das? Ich hab überall Blut rangeschmiert. Ne, ich kann auch nicht springen. Dann wieso nicht? Ich kann auch den Schemel nicht einstecken, leider. Naja. Was ganz auf deinen Kenosch. Adi, ich nehme wieder ihren besten Gin. Würde ich gern probieren. Moment, ich gehe mal kurz hinten. Ich gehe mal in die Küche. Ich kann auch keine Emotes verwenden. Fisch abgefüllt. Fisch abgefüllt? Fisch abgefüllt. Hier hast du, bitte. Mecken lassen. Okay, danke. Warum darfst du was trinken? Willst du auch was? Würde gern, aber... Ah, lecker. Ah, gut, die schmeckt. Da stand noch einer rum. Gehst du mal hin? Was, soll der noch gegeben? Ja, klar. Aufstehen kann ich zwar immer noch nicht, aber saufen kann ich. Hol mal hin. Ich hol euch kleine Kanne, warte, ich nehme mal die hier mit. Bin gleich wieder da. Lustig, ich kann Emotes machen, aber ich kann nicht aufstehen. Ja, der haut ganz schön rein. Bin am Stuhl festgebackt. Der hat manchmal so eine Anwandlung. Ich kann nicht mal mehr aufstehen. Ich bin schon so besoffen, ich kann nicht mal mehr aufstehen. Was hast du Bibi gegeben, ey? Ich weiß auch nicht. Mein besten Gin. So, hier. Ja. Ja, danke, danke. Einer für dich und eine Kanne für dich. Bitte. Das soll schmecken. Ja. Prost. Und? Cheers. Aber lecker! Eigentlich soll man ja nicht als Barkeeper, aber bei ihr seid. Trinken sie mit, oder was? Warte. Wo ist denn das? Siebsonne, Scheiße, Kalfeuer, ich hab den Fresse gehabt. Der macht den Stress. Monster und da ist voll die Gusche. Und der kommt auch nicht so zack in die Gesicht haben stehen. Und sagt, gleich mein Bein ins Gesicht. Komm, sie an, hab ich in die Fresse gehauen. So richtig rein. Hab ich stehen. Boah, das schmeckt so geil. Ja, die rülpsen ja richtig, muss man sagen. Hast du es gesehen? So hab ich mit dem gekämpft. Man nennt mich auch den Einbier-Bandi. Den Einbier-Bandi. Ja, das war so geil. Oh, das Bibi, du bist ein halber Stuhl. Der letzte. Ja, ich hab mal. Das probier. Ist so geil. Ich hab mal was versucht, aber ich kann schlicht und ergreifend nicht mehr aufstehen. Ja, bist also, das Spiel hat sich. Also, ich würde sagen, ich lock mich dann gleich aus, weil hat sich für mich erledigt. Nee. Ja, wir sind ja eh am Ende, ne? Was wollen wir denn? Der letzte macht die Tür zu. Nächste Runde. Wir können uns ja nochmal rechnen irgendwann, aber nächste Runde gehen wir erstmal hier ein bisschen erkunden, hä? Hast du dir schon mal den Namen angeguckt eigentlich? Nee, warte mal, muss ich gleich mal. Was? B und B. Die Grusel. Gruselvilla. Ja. B und B. Bibi und Bandi. Bibi und Bandi, die Gruselvilla, alles klar. Gruselwuselvilla. Gruselwuselvilla. Kennst du vielleicht aus Mario? Oh Gott, nee, das ist es von hier. Da ist noch nichts drin, das müssen wir noch rüber. Das wären die Schlafzimmer. Aber weißt du, was sich oben lässt? Kannst du das hier um ein Stockwerk nach oben setzen? Nur mache ich vielleicht noch. Ich hatte es ja vorher doppelt, aber das war scheiße. Doppelte Höhe, echt? Ja, das sah kacke aus. Du kannst doch... Wie so ein Weißt du doch, da hatte ich noch gesagt, das sieht aus wie so ein scheiß Klotz hier drinne. Das war nicht schön. Ich mache ja noch eine Dachterrasse drauf und dann. Achso, bisschen offen oben hin. Bibis Hacke, die ist vom Stuhl gefallen.
Ja, das, also es hat ja nichts mehr gebracht. Ich konnte mich ja nicht mehr vom Stuhl erheben. Ich habe eine neue Errungenschaft. 3 Sekunden fallen, ohne zu sterben. Wie hast du denn das geschafft? Na, indem ich an der Turmwand entlang gefallen bin und mich dann abgefangen habe. Ah. Der Letzte schließt die Tür ab. Denk dran, wenn keiner oben bei den Katapulten übernachtet, kann es sein, dass sie das nächste Mal weg sind. Das ist egal. Naja, unsere große Rache müssen wir später nochmal machen. Ja, das wird eh nichts. Doch, das wird was. Das ist halt bloß schwierig mit dem Vieh. Nächstes Mal gehen wir erkunden. Ja. So, na gut. Dann war's das für diese Folge. Ich bin nochmal gekommen und sag ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Gut, der Max hat's leider nicht mehr geschafft. Max, bist du da? Leider nicht. Naja, dann nächste Runde, dann gehen wir mal wieder ein bisschen erkunden. Dann sag ciao. Oh, ciao, ciao. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was sollen sie dann machen, Baby? Das Glöckchen klingeln. Und ansonsten, Morgus? Besucht die Gruselwuselvilla. Cut it out. Schleichwerbung. Ich habe hier doch eine Stunde an Arbeit reingesetzt, damit hier keiner vorbeikommt.